2-0. Ja, ja. Ganz ehrlich, wenn ihr den Cast so macht, finde ich voll geil. Wenn ich überrascht bin, dass Riolus PB ist. Ich bin halt auch auf mehreren Laps PB gefahren, auf jeden Fall. Ja. Ist halt aber bei mir immer so, weiß ich nicht. So, was ist denn WR da? So, jetzt könnt ihr ja annehmen. Jetzt fahren wir eben eine Runde rein. Ja. WR Frozen Fishes ist 2.12, 21 von Masse. Ich brauche noch ein bisschen hier. Hätte nochmal jemand 0,8 schneller. Wollen wir sowieso ein bisschen warten. Let's go. Ich muss maximieren. Ich bin bereit. Wir sehen auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht der letzte Map jetzt. Wenn Riolo so gut auf Slalom ist, dann soll es ja passen. Lesen. Lars, bist du? Scrappy. Jo. Mir regt mich das auf, dass die Plattform-Blocks von Virtual nicht die Ränder haben. Jetzt, wo ich die gewohnt bin. Speed, Lars? Ach, das ist du und nicht Marius, für Marius ein bisschen. Ja, das leckt mega. Ich bin angehängt, warte mal ein bisschen, Shorty. Marius, willst du TCS casten? Jetzt. TCS. Beide geht vom Gas schon mal. Oder gar nicht, wir können das vielleicht auch machen, wenn du den Sub hast. Was ist TCS? Tech Tournament. Ich bin tot eigentlich. Die suchen halt noch ein paar Caster. Wir müssen einen finishen. Evon ist eigentlich schon safe, die Runde. Aber wobei, Scrappy könnte vielleicht snipen am Ende. Das Ende ist halt krass, ne? Und Evon kann es halt, aber das Ende war immer sehr stark von ihm, ne? Ja. Eure Autos waren plötzlich weg. Vom Moment. Ja. Also wir sollten erstmal ganz safe eine Runde reinfahren, ne? Ja, scheiße. Oh nein. Lars, bisschen? Oh, das kann doch nicht sein. Ich mach immer nach der Landung. Nice Jinx. Ja, nice Jinx kann man nicht. Ja. Ganz schön außen. Oh, das war belastend. Er kann es immer noch holen. Ich glaub schon. Locker. Na, er baut schon eine krasse Runde. Also eine Sekunde holst du auch mit dem ganz risky, finde ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, du hast Shorty dann mehr verwirrt als... Mhm. Ja, passt. Hab die Map nicht gespielt. Mega Geardown, weil ich bremsen musste. Also wenn du den No-Slide Ende nimmst, das ist ungefähr 0,6 oder so schneller als das Robertsende. Scrappy muss halt schon jetzt... Also er kann halt eigentlich komplett... Boah, ich glaube, das geht auf Map 5 oder sogar Map 6. Ja, wenn ich was. Oh Gott! Boah, was eine schöne Runde. Eine Runde? Das war echt heftig. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Oh! Ah, oh, schade. Ah, Boogie auch. Ja, Boogie Mats! Ja! Boogie Mats! Nein, oder? Yeah. What the hell? Was ist das denn? Oh nein! Oh, ich hab meinen Pass da rumgehämmert. Das war so gut! Oh, nein, das war richtig. Nein. Boogie ist gut hier, oder? Ich habe auf meine Tastatur rumgehämmert, habe einen Stream geschlossen. Alter, nie im Leben hat er das geholt. Junge, was zur Hölle. Auf welchem Map? Reversing. Er war eine Sekunde hinten, ne? Scrappy schafft es risky, also hat an sich einen guten Approach fürs Rückwärtsende, knallt aber gegen das Schwarze und backflip in das Ziel und Evon hat vorher getroffen. Dann ist Riolo halt 0,1 oder so vor Scrappy dann noch reingerollt. Oh. Junge. Ja. Er ist keine gute Linie, Maus. Ich bin angeeckt. Was eine Runde, Alter. Was ist denn das eigentlich für ein Stream von Spam gewesen? Hat da Sinat Apple drüber gecastet oder wie? Ja. War das auch quasi ein offizieller Stream? Reicht, oder wie? Oder? Oh, Burim ist so farhead. Reicht das? Gucken wir weiter einfach? Ja. Naja, so viel ist nicht, aber. Guck mal, wir können uns doch verbessern. Nein, was war das denn? Wow. Alter, das ist so gruselig, wenn man Sekunde das so. Hinten, oh, Riolo musste releasen. Ja. Wie los ich glaube, auf den Sekunde hinten, das ist jetzt schwer, die noch zu schlagen. Oh nein. Ja, okay. Castille. Schade. Hinter uns ist eine halbe Sekunde. Das ist schon einige Fehler, immer mal. Ist egal. Solange wir gegen die nicht spielen, im ersten Match ist doch alles super. Ja. Es kommt schon oft vor, dass bloß so zwei Leute überleben oder manchmal bloß einer. Gut, ne, wenn du halt die Maps spielst und die halt riskierst. Ja. So, Cast wieder groß. Okay, Marius, dann weiß ich Bescheid, dann für morgen
Kommst du dann einfach später dazu, ne? Ja, so würde ich es versuchen. Okay, perfekt. Scrappy wieder Pressure jetzt? Ich würde vielleicht, also wenn es sich ergibt, auch zwischen dem vielleicht Final Six und Final Four oder so. Okay. Also dass man es in der Lücke macht, dass ich scheune und nicht ganz mittendrin, aber das ist je nachdem, wie es gerade ist. Ne? Ja, ich meine, ich mache dann einfach das Intro und schreibe dann einfach einen Chat, dann passt das schon. Ja, ihr schreibt dann rein. Und ich bin dann aber schon auf dem Server ganz früh. Ja. Ich hab's einfach im Hintergrund auf. Ich hoffe mal, Pack ist noch drin, wenn ich komme. Was macht er schon? Jo. Ich finde das irgendwie auch scheiße. Ich will eigentlich beides. Ich verliere aber damit auch ein bisschen Zeit. Die Speed-Kappa aus dem scheiß Slide rausholt, ist krass. Oh, mega knappe Runde bis jetzt. Ist ja auch eigentlich Evans Map, ne? Wenn Kappa jetzt auch noch gewinnt. Ich glaube, Evan hat den Upper Gear bekommen. Ja, war mega eng auch an der Wand. Ja. Ariolo ist auch noch dran. Tatsächlich nur 3/10, wirklich mehr. Solange man halt noch wenigstens so eine halbe Sekunde, hinten dran ist, kann man halt noch alles holen mit der letzten Identity. Oder allein schon mit dem allerletzten Turnaround. Ob Körper wieder eine gute Tech-Kurve raus wird. Stimmt. Ja, das ist, wie weiter über die Bubble springen. Winter halt so viel. Doch wieder. Oh, Körper! Körper ist tot! Ja. Oh mein Gott. Und worum hast du eigentlich eine gute. Oh! Hä? Ist jetzt wieder mit Evan. Ja. Ja, Evan hat's. Ja. Junge, sein das Ende ist so krank. Executed, krass. Ey. Ja, sein Ed ist halt so sick die ganze Zeit. Junge, ey. Ach, scheiße, Mann. Aber es ist halt tatsächlich vielleicht jetzt zwischen den beiden, ne? Weil ja. Evan hat ja auch schon einen Map-Win. Ja. Na, Evan ist jetzt durch. Oder? Nein, der ist jetzt Finalist. Ach, der ist jetzt erst Finalist. Der muss jetzt noch die Runde gewinnen. Das könnte jetzt halt in zwei Runden schon durch sein. Nee. Die müssen ja wieder neu anfangen auf der nächsten Map. Ja. Wie oft Evan jetzt schon jemand gesniped hat am Ende. Aber er scheint das ja wirklich extrem gut zu können. Ja, hat sich ja auch mega gelohnt, das zu trainieren, oder? Ja. Für dieses Format jetzt ja, für die Six Labs, nee. Geht ja auch nur um. Es geht ja auch nur um ersten, ja. Dämlich. Ja, gut geschlagen. Ich finde die Map cool, aber das ist halt sowas entscheidet, ne? Ja, es ist. Ist schon belastend. Aber springt halt immer so weit. In der Map gucken wir nochmal an. Riolo tot, Kappa tot. Kappa auch. Ja, Scrappy gegen Evan. Aber eigentlich wäre es besser, wenn Evan jetzt gewinnt. Ja. Also ich glaube, gegen Evan hat Riolo bessere Chancen als gegen Scrappy dann im Finale. An sich. Ja. Also es hätte auch bescheuert, dass jetzt hier in den Top 4 sind halt drei von denen, die jetzt da Head-to-Head fahren müssen, ne? Ja, es ist halt wirklich dämlich. Boah, Scrappy, starke Linie. Ja, für Spam und Master zum Beispiel ist jetzt einfach schon vorbei, die Season, oder? Ja. Wir müssen halt jetzt nur hoffen, dass Trackmania World Cup ist halt auch nochmal wichtig. Ich fände es halt so witzig, wenn wirklich irgendwie. Es wäre einfach so witzig, wenn wirklich der Gewinner dann rausfliegen würde. Ja, Scrappy. Das wäre so ein krasser Skandal. Oh, ja, okay. Okay, Scrappy hat's. Also Map Nummer 4 und 5 sehen wir auch. Ob er es mitbekommen hat, dass er safen kann? Er kann safen, ja. Er sollte safen. Er muss ja einfach nur in den Checkpoint rein, ist dann schon durch.
Ne, ist nicht genug. Okay, jetzt ist genug. Das ist es echt scheiße, dass das so einen riesen Delay hat. Aber worauf warten die denn? So, wir können jetzt fahren. Sekunden immer. Shorty, lass uns fahren. Ja. Oh. Was ist denn? Einer fehlt doch. Jetzt kommt Slalom. Was schon meint, dass Slalom ist Shorty gut. Warten. Ja, Riolo. Okay. Evon ist eigentlich nicht gut auf der. Eigentlich jetzt angenehm für uns, dass nur einer Lap ist. Ja. Vor allem fahren unsere Startlaps auch häufig viel besser. Jo. Hä? Bloß 1,5 Sekunden für das, für den Knockout? Ich dachte, es waren 3. Ja, es werden noch. Oh! 1,5 ist aber schon wenig. Oh. Bin ich schon mal tot? Die krieg ich Rückstand durch Safen. Oh Gott. Fuck, an der Kante. Bei Hydreon stimmt. Kurz releasen. Passt. Aber nicht die beste Dirt-Linie. Ja, passt schon. Releasen. Ja. Passt. Boah, was ein Fight zwischen Riolo und Kappa. Oh. Echt mehr verloren, als ich gedacht hätte. Okay. Was solltest du denn so dann bekommen? Noch Penalty. Ja, ich hab noch einen Geardown bekommen, dann wegen meinem Speed. Das ist ein nervig. Also Riolo soll's eigentlich haben. Jo. Was meint ihr für ein Overlay? Soll ich da einen animierten Camframe nehmen? Also. Animierte Overlays oder. Oh, warte, stopp. Oh Gott, er wird gesniped. Ach, Evon Scheiße. Sniped. Evon ist so ein. Alter, wie er immer sniped. Evon ist wirklich. Alter. Habt ihr eine Ahnung davon, ob animiert oder statisch besser aussieht? Mal. Ja, das sollten wir verbessern. Das war ziemlich Mist. Wobei, jetzt, Kai. Bei Overlays, weiß ich nicht, jetzt beim Camframe oder im Intermission Overlay. Keine Ahnung. Und wo ist der Unterschied? Ich weiß nicht, ob ich Animiert gut finde. Vielleicht nur beim Intermission Overlay. Jo, passt. Wie viel Evon aufgeholt hat in der letzten Identity. Hab zu viel Release. Zwei. Oh. Ja. Hab. Oh nein. Scheiße. Warst du das? Bist du tot, Marius? Nee, ich bin noch da. Alter, was eine Runde. Oh, leck. Ja. Oh nein! Wo seid ihr? Ich weiß es nicht. Ja, ist zu spät. Und Riola DNF'd. Die haben noch nichts aus diesen Fehlern, aus diesen Sachen gelernt von gerade. Crappy hat die erste, ist rausgeflogen Scheiße, und gewinnt 2 Checkpoints später per K.O. Alter. Ja, wer sind gerade fallen los? Oh. Evon und Crappy. Aber wir hatten gerade eine Runde auf Slalom, wo alle gefailt haben. Also, Evon war komplett tot, Riolo war komplett tot at DNF, dann war es halt zwischen Scrappy und Kappa. Die sind beide rausgeflogen bei der Identity, aber Scrappy hat halt den Respawn gerafft und ist dann halt, hat dann halt schon gewonnen am Startfinish. Obwohl er halt auch verkackt hat. Er nimmt's halt, ne? Ja. Aber krass, dass Scrappy jetzt innerhalb von zwei
Maps dann so richtig heftig aufholt. Ja, aber er fährt halt nicht mal so krass. Es sind halt gerade so viele Fehler. Ja. Aber Scrappy kann das Ding jetzt holen, tatsächlich. Genauso wie Evan. Ja. Ein bisschen Sorgen um Kappa. Also für Kappa sieht es nicht so gut aus. Ja, aber ich meine, selbst der kann es holen, ne? Oh. Ja, klar. Guck mal, wieder zwei Leute rausfliegen. All four plays in OGLG, schreibt einer rein. Das ist ein Boomer. Diese Transition, ich kapier's hier nicht. Boah, Scrappy spielt so weit nach rechts. Reicht. Lassen wir. Ja, lassen wir. Aber krass knappe Runde. War auch wieder schlagen. Aber Top 3. Also da kommt ja das letzte Teil jetzt. Wir werden gar nicht so einfach. Oh no! Oh, ja, wir decken echt gut. Ich hab eigentlich gedacht, dass Bull dann vielleicht nicht so trainiert ist bei denen, aber scheint doch. In Before Kappa jetzt wird Evan. Aber was macht Kappa? Oh nein, was machen denn alle? Oh, wenn jetzt Riolu durchkommt. Oh, der ist hier jetzt zwischen Evan und. Oh, Riolu holt auf. Was ist das für ein Speed? Junge, komm, jetzt die Junge. Alter. Die Identity von Buri war sogar ziemlich gut immer. Ja, aber Evans auch. Er hat auf letzter Identity irgendwie 0,4 oder so aufgerufen. Nein! Nein! Und Evan hat sogar ein bisschen. Oh! Ja, Alter. Gegen den Schnee berührt. Oder war das Junge. Intentional? Ja, die was eine fucking Runde. Identity von Evan war eigentlich nicht gut. Oh! Ach, nein, scheiße. Alter. Aber ist besser, als wenn Scrappy es schafft. Glaube ich. Ja, damit hat er quasi ihn denied. Kann gut sein. Die haben sich nochmal verbessert. Auf eine 13. Was für eine 13? 9. Ja, die hatten eine 14-0. Aber was kommt jetzt halt, wenn du mehr bist, die Frage? Haben sich um eine 10. verbessert. Ja. Oh, verbessert ist verbessert. Ja. Wir kommen gerade von der Dating-App, bei der ich 0 Matches habe, weil ich die nie benutze. Immer weiter so. Ah ja, cool. Immer weiter so. Boah, hoffentlich haben wir jetzt nicht noch eine dritte Map. Haben wir noch eine dritte Map? Hm? Haben wir jetzt noch eine dritte Map? Nee, ne? Alle fünf Maps. Alter, ist das deren Ernst? Natürlich. Warum sollen wir jede... Das Problem ist ja jetzt wieder bei mir, dass dieser PC natürlich wieder im Gästezimmer ist, ne? Und meine Schwester, ich wusste ja auch nicht, dass die kommt. Wow, die Linie von Kappa, lol. Die will halt natürlich früh ins Bett, ne? Eigentlich schon bald, aber ja, geht halt jetzt nicht, hat so Pech. So. Weil unser Chase geht ja echt lang. Muss sie kommen. Wie alt ist die nochmal? 21 Uhr ins Bett? Ja, das ist jetzt einfach wahrscheinlich, weil sie hat jetzt ja auch so eine Art Arbeit schon, ne? Und da muss sie auch immer früh raus. Und naja, ist dann halt ihr Tagesrhythmus. Sie hat halt einen im Vergleich zu uns. Ja, gut. Ey, das ist doch so ein... Ich verstehe das nicht. Wollen wir jetzt früh fahren, bevor die da Finalist werden? Gerade angenommen, glaube ich. Ja. Ich habe eigentlich auch schon auf beide Namen drauf gedrückt. Weil ich sehe Lars nicht. Ob bestätigt und von Marius warten. Ist es weg? Ja, ich habe auf Matchmaking starten gedrückt. Aber ich klicke auf beide Namen, es passiert hier nichts. Wurde zwei gar nicht mit. Ihr müsst auch nochmal klicken. Ach, Matchmaking starten. Oh, jetzt kommt er auf die einzigen, die noch kein Team haben. Habe ich jetzt auch gedrückt. Ach, endlich. Ich verstehe das noch nicht so ganz, dieses System. Ah, Riolu! Alter, was hat Scrappy? Ah ja, schau mal eben das Ende an für die Runde. Ja. Oh, gut. Na, scheiße. Ja, okay, ich kann fahren. Ja. Junge, Scrappy fährt aber auch komplett. Oh. Wer hat jetzt gerade die Runde gewonnen? Oh, Scrappy hat gerade Runde gewonnen. Oh, das ist aber eigentlich nicht mehr. Das ist so nicht schlechte Zeit eigentlich. Die 2:21, no. Das ist halt echt nicht, das ist halt 2 Sekunden hinter WR.
Aber deine Identity auf der Map echt gut, Granati. Ja, die ist halt aber auch, die ist wheel-freundlich und Cap-3-freundlich. Die ist ja wirklich perfekt für mich. Es wirkt halt so, als hättest du keine Gegner so ein bisschen ja, auf der Strecke. Ja, du kannst halt so viel aufholen auf der Identity, wenn du da... Ja, ich hab immer, ich bin immer gesaved und habe über 3 Sekunden verloren. Verlierst halt schon ziemlich viel, wenn du sehr viel savest. Ich hab schon eine Sekunde. Warum geht's? Ich hab überhaupt für dich spielen. Das bringt doch bestimmt bloß 0-1 oder so, oder? Hat das in OGL jemand gemacht? Ja. Nö. Aber nicht, dass sich das lohnt. Scrappy hat auch gute Identities. Er hat auch eine mega krasse Bei-Lab-Zeit. Oh, ja! Ja, okay, jetzt kann Riolus dir helfen. Reicht. Ja. Ja. Ja, Scrappy ist dead. Ja, gut, dann reicht das. Das ist die letzte Map, das ist jetzt wichtig. Wahrscheinlich die letzte Map. Wäre Riolu Finalist? Ja. Das ist ein zweiter am Seeding, safe, das reicht. Okay, also jetzt wird's entscheidend. Ist das Scrappy oder Riolu? Oder kann Kappas noch das Comeback machen? Nee, kann er nicht. Oh nein, oder? Also, das ist jetzt die entscheidende Runde. Scrappy hat häufig schlechte Starts hier. Ich habe ihn schon vor Spawn eine Runde in der allerersten gesehen, wo das oder weit hinten. Aber Scrappy hat krasse Identities. Aber er riskiert die halt auch sehr. Boah. Ich denke, Riolu kann halt wirklich. Er muss halt. Ah! Boah! Aber er gewinnt halt kaum was. Das ist ein Zehntel oder so. Ja, wenn überhaupt. Und das ist so risky. Vor allem, weil der Reset-Block, das ist halt ein Dirt-Reset. Ja, das hatte ich auch immer gehasst. Ja, das ist macht's halt viel schwerer, sich auszurichten, wenn du für den schweren Jump gehst. Oh, oh nein. Oh. 1,47. Er muss jetzt halt voll riskieren. In der Eiskurve. Oh, das war nicht gut. Das war eine schlechte Eiskurve, aber Riolu. Oh! Oh! Wie das jetzt drin hält, ey. 1,49. Alter. Er braucht heute noch 3. Das macht es jetzt natürlich auch interessant, ne? Dass man auf sowas achtet. Aber. Soll der jetzt Krabi riskieren, um Riolu da wieder rauszukicken? Oder soll der 1,37. 3,2. Es ist halt. Er muss halt nochmal dumm anecken. Das war knapp mit dem Tree. Oh, nein, aber Riolu muss halt hoffen irgendwie, dass was passiert. Das holt er nicht so auf. Ja, Scrappy safe. Ich würde er gewinnen, 1,4. Er hat sich jetzt für die Kamera entschieden, durchzusaven. Ja, Riolu muss aber voll durchriskieren. Der muss komplett durch, Riolu. Ah, Scrappy hat die Identity. Aber kann man die safen, die Identity? Das ist sie wirklich safe. Ja. Ja, 1,3. Oh! Was? 0,9, aber es reicht nicht. Nein, scheiße. Aber nochmal richtig close gekommen, guck dir das an, ey. 0,4. Ach, der eine Identity-Hit. Scheiße, ey. Oh, es ist unlucky. Wir können auch mal fahren. Lost Shorty. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. So schnell bin ich nicht. Jetzt. Wieso starten wir 1-1 mit dem anderen Team? Ja, warum haben die alle so gute Starts? Ja. Ist doch nicht geil.
Hallo. Ja. Ich hab überhaupt keine. Ja, das ist schade. Ja, die schreiben mir auch unplayable. Das war die Chart. Ich weiß nicht, wer muss. Ich? Du. Ah. Marius. Nee, oder? Doch, ja. Body. Ich. Marius. Ich hab Speed. Body. Ich. Hab, hab, hab. Schade. Schade, was? Schade. Du gecrashed, Marius? Ja, ja. Ich war weg. Ja, ich hol mir ein neues Bier. Boah, ich will mir auch ein Bier gönnen heute. Hast du dir verdient? Ja, heute schon. Nee, hast du dir nicht verdient. Hey. Du hast doch Runde Cup of the Day ausgeschieden. Für nächste Woche dann, wenn ich schaffe, gerne Kasten. Aber du warst immer noch vor mir im Cup of the Day. War nur 65. Aber halt auch plus 3 Positionen eigentlich. Hattest du der 2 gewonnen, Torben? Ja. Ah, oh, nice. Du warst halt 65. Also ich war 61. Ja, erstes Mal, dass ich gewonnen habe, das ist echt cool. Hab mich auch gefreut. Oh, mein Auto beschleunigt mich von alleine. Aber ich hab tatsächlich gemerkt, dass wenn ich abgelenkt bin oder so, und dann spiel ich viel besser. War mir alles egal. Oh, Riolo-Interview. Bei Virtual. Der bewegt sich ja gar nicht. Ist wahrscheinlich auch ganz konsterniert von den Motors. M of Riolo is frozen. Ja, moin. Aber, was ist das hier eigentlich immer? Stay as a team? Ja, aber dann müssen es wir doch alle auswählen. Ja, das ist broken. Das ist, weil die den Modus selber geschrieben haben. Das werden die wohl nicht in den Griff bekommen haben, das Problem. Wieso ist Track of the Day so selten Fullspeed? Immer nur Tech. Alter, die letzten 2 Wochen sind 4 Fullspeed-Maps gewesen oder 5 oder noch mehr. Also in den letzten, also generell ja, aber in den letzten 3-4 Wochen waren die Fullspeed-Maps eigentlich der dominierende Style. Hallo? Das wieder nicht? Muss vielleicht Matchmaking abbrechen. Lars, Shorty. Hab echt überhaupt keine Ahnung, was muss man hier drücken, in welcher Reihenfolge. Damit das klappt. Haben wir das jetzt? Hat schon mal Sinn gemacht. Ja. Drückst halt einfach auf einen drauf, dann ist der gelb. Oder wenn jemand auf dich drückt, dann ist der für dich auch in der Farbe. Muss man überhaupt auf Matchmaking starten drücken? Normalerweise nicht. Ja, ich hab's jetzt aber gemacht. Theoretisch, wenn wir alle 3 Matchmaking drücken, dann soll's funktionieren. Mach mal. Nein. Hab ich. Body? Ja, ich drücke auch, meine Güte. Wie da Burim jetzt raus ist, bin ich schon weg. Bis morgen, Marius? Ja. Bis morgen, bis übermorgen, Cup of the Day? Weiß ich nicht. Jo, oh. Mach dir noch einen schönen Abend, ne? Bis dann. Jo. Jo. User disconnected from your channel. Ja, das Problem ist ja nicht das unbedingt, dass das jetzt hier eine Quali ist, sondern halt Ceiling. Es ist halt nicht mal eine Quali, das ist absolute Zeitverschwendung. Absolut dumm. Ja, die Sache ist halt nur, wenn du es dann den Tournament-Baum halt zufällig dann verteilst quasi, hast du halt auch Probleme.
Hey, ich hätte selbst gegen ein Random-Tournament überhaupt nichts einzuwenden. Ja, da kann man halt dann mal unlucky sein mit der Aufteilung. Und wenn du dann halt... Ja, hier. Dann meistens, wenn das dann so ist, dass es einfach komplett random ist, dann möchten Leute halt ein Double Elimination Bracket haben. Und das würde ja, wir dann sind auch... so wenige Teams, Double Elimination hätte doch auch Sinn gemacht. Ja, aber das dauert dann tatsächlich viel länger. Noch viel länger als so. Ist heute kein Double Elimination? Oder ist das tatsächlich? Ja, mega lag. Nichts gesehen. Ja, Marius war plötzlich einfach vorne. Ja, ja, du auch bei mir. Und ich wusste nicht mal, wen von euch beiden ich vorlassen soll, weil ich konnte ich nicht sehen. Release. Ich verstehe nicht, warum du musst. Ich verhindere dir. Ja, die Checkpoints sind teilweise auf diesen Strecken alle in den Kurven. Was es sehr, sehr schwierig macht, einzuschätzen. Ja, ich glaube, das war aber eher Lag. Ja. Es ist halt auch möglich, dass er das durfte. Er ist schon live. So schnell? Ich glaube, schon live, ja. Was soll live sein? Ja, das Finale. Es geht ja noch weiter. Es ist, hört nicht auf, wenn Riolo ausschaltet. Doch. Ja. Hä, warum muss ich nicht? Aber das ist ja jetzt Evon gegen Scrappy, ne? Ja. Das ist halt auch das Head-to-Head dann in der nächsten Woche. Ja. Dann zweimal dann gegeneinander spielen. Nur einmal jetzt, wer kommt in die Playoffs und einmal werft die raus aus dem GL. Wenn man sich das so anhört, klingt bescheuert. Ja. Hört sich schon leicht beschissen an. Oh, wir sind nur Dritter, wir müssen was tun. Ja, wir müssen nichts tun, es ist Seeding, Mann. Ja, ist ja drauf Training. Hab. Ach, Alter. Er war auch gerade überlebt, weil er 1,48 CP hatte. Ich bin tot. Boah, jetzt 1,49. Wir haben halt alle Checkpoints bis zum Ende. Ich auch gerade. Aber auch an manchen Stellen richtig scheiße. Manchmal sind ja wirklich direkt 3 CPs hintereinander oder so. Können wir alle Checkpoints bis zum Ende haben? Wir hatten nicht mal ein schlechtes Ende. Ja. Leider aus anderen Runden. Das war ein riesen Lag. Die Lags sind echt hart. Ja, müsste aber, wenn wir dann 1v1 gegen ein Team fahren, müsste das ja eigentlich besser sein. Hier. Ja, ja. Achso, gehe ich auch von außen, hoffe ich. Der Server hat einfach nicht genug Power für so viele Leute. Das ist schade. Ja, das ist schon RIP. Ja. Ich muss meinen Twitch-Chat umstellen. Bei diesem Server-Layout sind rechts die Dinge davor. Aber ich. Boah. Das war schon nicht schlecht. Jawohl, erster. Plus 0-0, Marius. Ja, aber es war für mich relativ klar zu sehen, dass du vorne sein wirst. Hä? Achso. Kriegt ihr euch Preis noch? Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Oh, die haben es geschlagen. Ja. Go, go.
schnelle Runde als gerade kriegen wir nicht hin. Was? Ja, wahrscheinlich. Obwohl. Machen wir einen Start. Die Stellen da sind halt echt. Ja. Aber bitte nicht. Alter, Evan hat schon wieder Scrappy gesniped am Ende. Oh, Junge. Ja. Ja, war schade. Wir waren vor denen bis zum Ende. Ja, ich hatte geklippt bei der Plattform und hab ein bisschen das Speed verloren. Ich auch. Wunderst du, dass es so ein riesen Unterschied ist, dass das... Ja gut, ich habe den letzten Sprung dann auch gar nicht ganz smooth gekriegt, deswegen hatte ich nicht den Overspeed, den man sonst hat. Also was haben wir denn hier? Chatbox. Wo bist du? Chatbox hier. Move ich jetzt mal nach links. Einfach so. Das ist jetzt genau das gleiche Format eigentlich, nur dass du drei Maps gewinnen musst. Bernardi? Hm? Was? Ich glaube, dass das jetzt genau das gleiche Format ist. Ja. Quasi, ja, eigentlich. Nee, genau, da steht, ja. The player needs to win 4 rounds to win a map and win 3 maps to win the final chance. Echt? Ja. Ja. Das dauert aber das ja ewig. Das jedenfalls Cam geschrieben da. Warte, wie viele Maps muss er gewinnen? Drei Maps gewinnen. Muss man gewinnen und auf jeder von diesen Maps muss man 4 Runden gewinnen. Boah, das dauert ja mega lange. Ja. Alter. Ja. Deswegen glaube ich halt auch wirklich, dass ich morgen einfach später hinzukommen kann, weil das ist definitiv ein Multi-Stunden-Ding. Mm. Wird dann auch wieder kacke für meine Schwester, weil die wird. Kacke, Mann. Hat deine Schwester halt. Ja, warum kommen sie dann auch in diese Zeit? Warum spricht man das dann nicht ab? Oh. Ja, das war, soll eine Überraschung sein. Das war halt wirklich witzig. Ich war halt duschen gegangen, weil ich dachte... Oh, bitte nicht, Evan, bitte nicht risken, bitte nicht risken. Ich dachte halt so um 17 Uhr... Boah, Evan, Alter. ...wollte mein Vater kommen, also bin ich halt unter die Dusche gegangen, so um 15:45 Uhr, ne? Und dann ganz plötzlich geht meine Badtür auf, meine Schwester guckt rein. Und ich so, was? Das ist auch ein bisschen... Nee, Cam hat auch Müll gestellt. Ja, weil zweimal geklingelt, niemand hat aufgemacht. Hm. Nimm mal an. Ja, ja. Ne? Ich hab nix. Such einfach, stau einfach Matchmaking. Ja, hab ich gemacht. Okay. Ja, man hat tatsächlich Matchpoint jetzt auf der ersten, ne? Er war halt einfach bloß eine gute Identity. Müsst ewig warten, ja. Ja. Bisschen releasen. Ja. Releasen. Ja. Oh. Meinst du? Ja. Lars und ich haben zwei Maps nochmal gehuntet, so alleine, ne? Time Attack. Und das hier war eine davon. Und meine Güte, dieser Shamsi, ne? Hat diese Strecken sowas von gehuntet bis zum geht nicht mehr. Wir haben hier echt lange gefahren, um den zu schlagen. Und auf der anderen Strecke, da haben wir gar nicht erst geschlagen. Das war. Die Zeit. War zu weit weg. Oh ja.
da. Ich hab zu viel released. Passt. Und hier down gekommen. Ja, reicht. Na gut, dann lassen wir das. Ja, das ist Seeding. Das sind sowieso Zweiter, egal was auf der Map hier passiert. Ja. Dann wollen. Müssen schon nicht finishen. Bei 2. Ja, man muss 4 Runden gewinnen. 3 Runden, um Finalist zu werden. Also 4. Ach doch, boah, Alter. Es ist so, niemand weiß, was passiert. Haben wir da auch keine Ahnung. Ist das Head-to-Head dann genauso? Glaube ja. Also wenn ja, Cap doch, keine Ahnung hat, dann ist alles vorbei. Also er hat zwar es richtig geschrieben am Anfang, war es dann aber auch unsicher, weil dann irgendwie 3 da stand und boah. Roger hat es auch falsch gesagt. Er hat gesagt, als bei Evon bei 2 war, hat er gesagt, ja, Evon hat jetzt Matchpoint. Ich dachte, das Finale ist irgendwie in 10 Minuten dann durch oder so, oder 15. Also wird der Safe eine halbe Stunde oder so dauern. Ich hätte immer nur 2 gegeneinander. Da wirkt halt jede einzelne Runde nicht so wichtig. Ja. Aber gut, die Map im Moment wirkt immer interessant. Xyriol hat gerade mich in einer Nachricht getaggt auf dem Virtual Stream und hat mich jetzt eine Frage gefragt, die ich jetzt im Stream von dir beantworten soll, weil er deinen Stream guckt, Marius. Das ist geil. Xyriol, ich habe keine Ahnung. Also es läuft wahrscheinlich genauso ab wie das, was die hier gerade fahren, das Head-to-Head. Also wirklich genau das gleiche Format. Aber weiß nicht, muss ich mir nochmal angucken, das Rulebook. Do you play with Gamepad? Yes. The Logitech Rumble Pad 2. Der Typ da, 35 Maps, ja genau. Boah. Ja, jetzt haben wir haben jetzt halt 7 Runden auf der einen Map. Und es kann ja bis zu 4 Maps geben. Ja. Sag mal, wo kriegt man denn die Weltrekorde her? Gibt es eine Kampagne, wo du genau nur 2 Runden fährst? Ja, gibt's. Die gibt's? Die heißt, die ist im Team GL Club, die heißt TeamGL/OGL Finals. Ja, also dieses Finale, glaube, das wird, also wenn das richtig knapp ist, dann wird das eine Stunde 15, 20 Minuten dauern. Ja, wenn es halt wirklich immer 7 Runden pro Map und dann halt bis zur 5. Map. Ja, für das Final macht das ja auch Sinn, aber jetzt hier, wo wir ja, so lange gespielt haben. Ja eben, das kann ja bis zu, keine Ahnung, die fahren ja, jetzt schon genau seit 2 Stunden. Mein Problem mit dem Geld davor auch. Das kann ja jetzt wirklich noch genau eine Stunde dauern. Die fahren ja, wenn die 7 Runden pro Map, eine Runde mindestens 2 Minuten. Vor allen Dingen der jetzt hier durchkommt, macht das ja nur, um dann das 9. Rad am Wagen morgen zu sein. Ja, und der macht das, um nochmal das ganze Prozedere wieder durchzugehen. Ja. Man könnte wenigstens sagen, dann ist der schon gut in dem Prozedere. Und hat wenigstens eine realistische Chance, weil er sich darin durchgesetzt hat. Ja, aber schon. Wahrscheinlich bei dem Level ist es wahrscheinlich schon fast wurscht, die sind alles so eng zusammen. Ja, das war's wohl für Evan. Evan hat jetzt aber auch schon 2-mal das gemacht, was Spam passiert ist. Spam hat das absolut überhaupt nicht konstant gehabt, ne? Der hat, glaube ich, in jeder Runde das dann verkackt. So kam es mir vor. Aber ich habe auch nur halb gucken können. Er hat 2-mal, hat er einfach nicht den Turnaround geschafft, also hat sich halt nicht rumgedreht. Und einmal ist er halt rechts gegen die Ecke da geballert. Also das eine Mal den Turnaround geschafft hat.
Ach, das war's jetzt? Waren das schon 5 Maps? Schon. Schon. Eine Stunde. Warum hat Skrapi da den Baum nicht getroffen? Hat er die übersprungen oder was? Jetzt haben wir eine kurze Pause dann dazwischen. Hast du auf ein Spreadsheet oder so? Aber ich bin auf jeden Fall recht confident, dass Riolu gegen Link gewinnt. So wie das momentan sich das Kräfteverhältnis so darstellt. Was Evon gegen Scrappy fahren muss, dann ist halt schon echt scheiße. Also hat Riolu halt wirklich 10-mal besser mit Link. Link ist halt auch nicht schlecht, aber nie im Leben so gut wie Scrappy. Link hat es definitiv nicht verdient. Wir haben ja, also, gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er rausdroppt. Ich finde es ja schade, dass Krapi so momentan schlecht fährt. Denn als die TMGL losging mit diesem System, da war es Pack, Carl Jr. und Scrappy. Das waren die drei besten Fahrer. Da war er wirklich der Einzige, der in der Lage war, vielleicht auch mal zu gewinnen und die Pace mitzugehen. Und irgendwie ist er total nach hinten getroppt jetzt, weil er sich wahrscheinlich nicht ganz so sehr reinhängt wie andere oder warum auch immer, aber er war definitiv damals auf dem Niveau mit Pack und Carl Jr. Er war der erste Challenger. Er hatte halt diese Season in einem Step irgendwann kaputtes Pad, hat er gar nicht mehr funktioniert. Dann die letzten drei Steps über hatte er halt irgendwie Schlaflosigkeit oder sowas. Hat er jedenfalls gesagt. Das Ding ist, er hat ja nicht nur die Season, sondern auch in der letzten Season nicht ein einziges Mal so einen richtigen Bomben-Step gehabt, wo er jetzt mal auch richtig viele Punkte gesammelt hätte. Ja, das stimmt. Also das er stimmt. Hat auch häufig seine Punkte verloren, aber es waren nie so richtig viel, also nie so über 60 oder so. Und so wie er damals gefahren ist, würde man das von ihm erwarten können, dass er solche Steps hat, wo er mal auf über 60 Punkte kommt. Aber es ist nie gewesen. Ja. Er hat auch irgendwie, hat er überhaupt jemals eine Strecke gewonnen? Eine einzige Strecke gewonnen? Irgendwie auch nicht. Und da gehört er eigentlich hin. Schnellste Rennrunden, auch nicht wirklich. Er war eigentlich dafür bekannt, dass er da mit einer der schnellsten ist. Und jetzt. Und gerade auch mit seinem. Ich meine, wenn er trainiert, hat er ja auch die Bombenzeiten, ne? Aber irgendwie in den Matches. Ja, Zeiten hat er richtig gut. In den Matches irgendwie zeigt er das einfach nie. Vielleicht geht er halt einfach zu viel aufs Handen, keine Ahnung. Dabei muss ich sagen, dass als er dann jetzt zurückkam, wieder aktiver wurde in Trackmania, hat er ja auch bei so anderen Cups mal so mitgemacht, ne, und war da immer sofort erfolgreich. War auch so ein typischer, ich mache jetzt so ein typischer auch Rennen, ne? Ich mache mal mit und dann direkt gewinne ich. Ja. Und das vermisse ich bei ihm aber hier in TMGL. Da hat er natürlich auch für solche Gegner, für die das auch bekannt ist, aber irgendwie läuft das da hier nicht so. Ja. Wir haben alle den Server gelieft. Massa meinte, dass Scrappy einfach zu immature ist. Er hat zu viele Ausreden bei jedem Step. Ich kann mich noch erinnern, einmal hat er wirklich alles verloren. Seine ganzen Punkte, weil sein Pad nicht mehr funktioniert hat. Ich meine, da wird er nicht absichtlich dann stehen bleiben und das ist natürlich schon scheiße. Aber ja, es ist halt dann eine Frage der Mentalität, wie man mit sowas umgeht. Dafür die nächsten Steps. Das ist mir ja auch passiert. Im nächsten Step habe ich dann 86 Punkte verloren. War auch eher belastend. Okay. Ja, es war ja zum Glück jetzt, wie gesagt, eigentlich egal. Jetzt juckt es halt niemanden mehr, was in der scheiß Season passiert ist. Hat auch davor niemanden gejuckt. Top 20 fertig, oder nicht? Ja, das schon, aber ob Top 4 oder nicht, war halt schon.
Ich habe überhaupt nicht das Match gesehen heute, wo die 16 Spieler gespielt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie du durchgekommen bist. Ich habe halt die ersten zwei Maps gewonnen und da war ich halt schon fast safe. Ja, quasi in allen Formaten, also generell, ne? In beiden Sachen. Ja. Hat halt dann direkt 40 Punkte, zweiter Platz hatte irgendwie 18 oder so. Also ich hätte auch, bin da halt zweiter geworden, aber ich wurde dann halt von Bings gesniped. Oder von, ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich habe halt bei Slalom war ich halt dann auch Erster, aber da habe ich in der letzten Runde den Apple-Slalom verkackt. Da war ich halt sowieso schon safe, von daher war mir das egal. Und da hat die Position ja auch keine Rolle gespielt, Hauptsache Top 4 und da war ich schon safe. Ah, das ist wirklich unnötig, dass das hier so lange geht. Spam minimal salty. Hä, aber... Weil das ist doch... Weil das wirklich so lange gehen kann, ich meine, nächste Woche ist das ja so geplant, dass ein Match maximal eine Stunde geht. Weil wenn ja, naja, ist doch genau das System hier. Geht halt eine Stunde ungefähr. Ja, aber es kann auch länger als eine Stunde gehen. Wenn das hier maximal geht... Wir haben gesagt, ungefähr eine Stunde, passt doch. Ja, aber... Ja, wenn das jede Runde so geht, dann ist das letzte Match halt um 10 statt um 9. Adio. Man könnte halt auch locker Best of 5 pro Map machen und nicht Best of 4. Es ist halt Best of 7. Also wir spielen jetzt gegen Team 7. Hätten wir. Letztes Mal auf Server 4. Würde ich jetzt mal schätzen. Warum stehen da nicht unsere Teamnamen oder so? Weil die das noch nicht fertig haben, schätze ich mal. Ich denke mal, dass er das jetzt tun wird. Die haben uns jetzt einfach den Namen gegeben, Malasch. Bin ich davor Lamasch? Und nicht Malasch? Können uns einfach okay, was machen wir schon. Aber ja, die erste Platz, die haben uns dann auch noch geschlagen auf der letzten Map. Ja, ich hab's gesehen. Wir haben eine Freirunde dann jetzt quasi, schätze ich mal. Ah, die sind Erster, wir sind Zweiter, dann spielen wir im Finale erst die. Das heißt, die ersten beiden Matches müssten relativ. Naja, nicht easy sein, aber. Im zweiten Match spielen wir dann gegen den dritten Platz. Die waren halt fast jede Map Dritter. Naja, aber wir spielen auf jeden Fall erst im Finale gegen die anderen. Ja. Wir sind die Einzigen, die uns schlagen können, glaube ich. Nee, das dritte Team könnte auch. Wir müssen uns das schon anstrengen. Das dritte Team besteht aus Shay-Spielern. Ja, die können uns theoretisch ausschlagen, aber. Also die möchte ich dann auch gewinnen auf jeden Fall. Gegen die anderen, keine Ahnung, die scheinen begründet zu sein. Wir haben halt echt richtig gehandelt, also ist nett zu sehen. So. Ist ja nicht schlimm, dass wir uns dann auch anstrengen müssen. Ich frag mich noch, wo die gehandelt haben. Was wird? Weil die haben ja vermutlich nicht in Chase. Oder zumindest haben die dann private oder so gehandelt. Ja, die haben die Map auf jeden Fall so gehandelt. Dann halt nochmal ein Chase, so. Aber Bull kommt man da jetzt überhaupt nicht sehen, aber es ist genau wie du findest. Aber die sind vielleicht ein bisschen unkonstanter, das ist unsere Chance. Gerade auf der letzten Map zum Beispiel, da haben sie ja fast bis zum Ende keine Runde durchgekommen. Na, no. Aber schon mal sehen. Ein dummes Format, ey. Sag dir Bescheid, wenn irgendwie das Server richtig feststeht. Na, ich bin auf dem Tournament-Bracket von denen. Da ist noch nichts. Muss man wahrscheinlich ständig aktualisieren, oder? Das wird nicht von alleine da aufkreuzen. Ich tue das. Das ist mir bewusst, Marius. Dass nicht von Magie automatisch da ist.
Aber auch im Discord ist auch noch nichts geschrieben. Gar nicht, rechnen sie das gerade manuell zusammen oder keine Ahnung. Jawohl. Gewinnt Krabi gerade auch die zweite Map. Ausgerechnet diese Map in dem Final Mapic drin ist, regt mich echt auf. Für mich wäre das Final Mapic. Aber so insgesamt irgendwie. Ich finde die gut. Für mich wäre das Final Mapic auch doof gewesen, bis auf Reversing. Reversing hätte ich gemacht, aber alle anderen waren eher schlecht. Aber ich hatte natürlich wenig gute Map. Ich bin halt froh, dass ich mich auf den. Es waren, ich hatte halt prinzipiell zwei gute Maps und drei schlechte. War interessant auf Pickeisel, wie auch immer. Dass du eine komplett andere Linie in der Identity gefahren bist, Granati, als alle anderen. Ja, ich weiß. An sich eine Linie, ähnlich wie das, was ich gemacht habe, aber bei mir habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe da super viel Zeit verloren, jede Runde. Aber bei dir war halt echt genau equal. Ja, ich bin damit halt viel besser klargekommen. Ich fand das viel besser, als da irgendwie so rückwärts reinzuballern. Ja, wirkt auch viel kontrollierter. Und war halt interessanterweise echt genau equal. Ja. Der Vorteil ist halt, dass man an sich. Zweiter Platz auf der Track of the Day, eine Tausendstel hinterm Weltrekord. Die habe ich gerade aus. Oh, die Runde war genial. Oh, eine Tausendstel hinter meinem. What the fuck war die Runde? Und Scrappy tot. 372. Ja. Jetzt kann man es sehen. Ich habe eigentlich alles getroffen, was ich treffen wollte. Muss man jetzt 2 oder 3 Checkpoints 1,5 Sekunden vorne sein? 3, oder? Aber wann sind. Das ist halt bei. Das ist halt bei der Slalom-Identity auch komplett behindert, weil das sind halt wirklich. Das sind halt direkt 3 CPs innerhalb von 5 Sekunden. Das ist halt auf dem Downhill 2 CPs oder halt Startziel. Linkskurve hier, genial. Wie, oder? Ach, hast du verpasst, Shorty? Was habe ich verpasst? Ich habe gerade auf der Track of the Day den Weltrekord um eine Tausendstel verpasst. Ich habe mich um 2 Zehntel verbessert. Bin der zweite Nein. Platz, eine Tausendstel hinter meinem. Ja. Okay. Bei der Zeit belasse ich es dann wohl. Aber es ist krass eng. Der dritte Platz ist 9 Tausendstel hinter mir, der vierte Platz ist 11 Tausendstel hinter mir. Und dann kommst du, auf 5. Krasse Runde, Mann. Also es war jetzt jedes Mal knapp mit Evan, aber sieht das jetzt sehr gut aus. Selbstverständlich spielen wir auch so. Ja, aber da sind halt schon irgendwie 10 Leute drauf, deswegen war ich mir nicht sicher. Ah, guck mal, Senior hatte dir ja geantwortet. Ah. Ja, wo ist denn Server 4? Server 1 und Server 3. Ja, du musst dann in den Stadium Title Pack gehen. Ja, in dem Title Pack ist dann nur das Time Attack, ne? Der Time Attack Mode. Und nicht der normale Chase. Ey, da sind ja richtig viele Leute drauf. Wollt ihr uns alle zugucken oder was? Ja, ne, das wird ja auch sehr spannend hier, das Match jetzt. Gegen wen spielen wir denn? Keine Ahnung, wer wird mitbekommen? Gegen was?
Gegen den letzten Platz natürlich. Also, wie letzten Platz? Eigentlich müssten wir vorletzten Platz spielen. Nee, es gab ja nur 7 Teams. Genau. Ach so. Ja, okay. Ja, das Team, was gewonnen hat in der Quali, hat jetzt frei. Da hätte man jetzt alles gucken können. Hätten wir uns mehr angestrengt. Ja, hätten wir uns angestrengt. Hätten wir aber Burum nicht gucken können. Und Burum ist mir wichtiger als, was weiß ich, Scrappy und Evon da jetzt gerade. Wir sind ja schon automatisch korrekt in den Teams. Interessant. Man muss jetzt hier die Namen anmachen. Als Warmer. Ja, also. Wo? Ready? Ich bin ready, ich bin auf dem Server zumindest. Ich schreibe mal, wie er ready. Er hat doch gesagt, wie er ready. Ich weiß, ich wollte trotzdem. Kann sein, dass ich Namen gerade nicht anhabe. Ja, das ist, glaube ich, wegen dem Warm-Up, dass man das jetzt nicht weiß. Was seid ihr denn? Ja, klappt vom Turn. Ja, dann klar. Aber ja, im Warm-Up ist das nicht. No Dell allowed. Logischerweise. Die letzten beiden Checkpoints kann man schon rushen, ne? Ja, passt eigentlich. Sollten vielleicht mal irgendwie vorher gucken, welche Checkpoints das überhaupt sind. Die letzten zwei? Müsste ja, ne? Also nach beim Dirt dann. Man waschen. Aber sicher, dass es. Ah ja, okay, er schreibt es. Das ist ja cool, dass wir mal dieses Format spielen. Mhm. Machen wir mal. Ich kann kein Game-Text sind aus. Ja, ich glaube, im Warm-Up ist es. Boah, ich hasse dieses Spiel. Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe keine Ahnung, ob jetzt an oder aus. Ich habe das 5-mal gemacht. Ja, ich habe auch halt keine Ahnung. Wir werden es dann sehen. Wenigstens kann ich die beiden anderen Autos oder eure Autos unterscheiden voneinander. Ja, ihr seid grau. Weil Internet. Ja, mein Auto ist halt auch echt grau. Ich habe einen grauen. Ne? Ja, aber es sind mehrere Autos grau. Wenn Scrappy, die anderen aber geladen. Wenn Scrappy jetzt die nächste Runde gewinnt, ist halt schon vorbei. Dann geht's ja. Ja. Kann aber auch sein, dass wir noch danach 2 Maps haben. Ja, kommt halt drauf an. Ich würde halt auch denken, dass Scrappy da besser reinpasst. Evan hat sich aber auch gut geschlagen heute. Ja. Aber ne, wenn das dann genauso läuft, ist er halt raus. Nächste Woche. Ja, das ist halt die Kacke. Echt bescheuert. Er ist halt auf jeden Fall. Ist an sich in dem Sinne, weil man kann sagen, es verdient für Evan, weil er war halt in dem Bottom 2. Ja. In der Season. In dem Sinne kann man sagen, wenn Link Evan rausfliegen, dann ist es genau das gleiche Resultat, als hätte man einfach gesagt, ja, kein Head-to-Head, einfach die letzten beiden liegen raus. Was? Heißt, wie startet der Map? Ups. Nein, jetzt nicht doch mal. Oh. Und ist vorbei, oder? Das hat's. Ah, na, ist noch nicht vorbei, aber Scrappy hat 0,6 Vorsprung. Okay, nice. Go. Das ist wieder. Ja, okay, jetzt vorbei. Was für ein Sieg durch auf. Ach Gott. Oh, 1,49 schon wieder. Oh Gott. Das Ding ist halt, ich denke schon, dass Scrappy auf jeden Fall überleben wird. Also Link wird, denke ich, auf jeden Fall droppen. Der hat es, denke ich, auch am meisten verdient. Zwischen Riolo und Evan wäre es halt, denke ich, schon knapp. Wenn die 1 gegen 1 gegeneinander fahren würden. Also hat Riolo echt Glück, dass er gegen Link fährt. Oder was heißt Glück? 1 gegen 1 hätte da Evan auch die Nase vorn. Es ist halt, 1 gegen 1 halt nicht so gut für Riolo. Weil Riolo macht auf jeden Fall weniger Fehler als Evan, aber das, ja, bringt halt nicht viel in dem Format. Ja, schon. Jetzt schon Go-Go, ne? Nein, ja, GG. Nein, 2 Laps. Ah ja. Oh, ist vorbei.
Hab ich eventuell schon an die Eidlapper gewöhnt, war. Oh, aber ja, ich würde wirklich nochmal das gerne überprüfen, ob das auch wirklich so ist. Weil woran erkennen wir das, dass das nach 2 Runden vorbei ist und nicht nach 25 CPs? Weil du eine Leibanzahl ist? Was ist das denn für eine Grafik hier? Ich muss schon mal gucken, ob die da irgendwas... Oder eher die Checkpoints, die du in 2 Labs kriegst, ist geringer als der Punktelimit, das sie angegeben haben. Wir schaffen hier keine 25 Runden. Ja, das wollte ich auch erst einmal jetzt eben mitbekommen. Aber wir kriegen ja keine komplette Runde in diesem Match zustande, eventuell. Oh, so, ich bin jetzt mal raus für heute. Viel Glück euch beim Chase Cup und bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Das zweite bisschen gewesen. Ja. Marius. Ja. Hat das funktioniert, ja? Ja. Easy. Ein bisschen hinten. Ja. Wir haben ein Teammate. Ja, es ist dieser Typ, der nicht ins Back gehen kann, weil so viele Specken. Ach so, oh Gott. Ich hab schlecht für die Zähne. Ja. Ich will nicht, was sie machen. Ich hab nur einen Check beim Vorsprung, okay. Warte. Hä? Die haben aufgegeben. Ja, aber warum ist 1-1? Hä? Ach, der hat aufgegeben! Der hat aufgegeben, oh Gott. Der war unserem Team beigetreten und der hat aufgegeben, oder was? Ja. Aber warum musste der nie in einen Check? Achso, weil die anderen nur zu dritt sind. Ja. Fresh, stop, Rolle. Go. Fresh, wartet ein bisschen. Kannst gleich mal releasen, schaut die ein bisschen. Ah, hatte ich schon. Da. Eigentlich ist die Map schon rum, ne? Ja. Aber wir können natürlich noch diese eine Runde fahren jetzt. Ist doch egal. Aber ich verstehe nicht. So anscheinend gibt es auch nur ein Match gerade. Parallel. Die jetzt hier nicht spielen, sind dann bei uns. Ne? Und gucken zu. Und Admin. Aber ich weiß nicht, was mit Zinio ist. Die haben ja eigentlich auch ein Match, dass wir gleich warten müssen. Ich will nicht, dass das jetzt ewig dauert, weil mein Vater will irgendwann. Ich weiß, dass andere Chase Cups teilweise bis Mitternacht und so gingen und das wäre heute scheiße. Wo ist das Problem? Ja, dass mein PC im Gästezimmer ist. Ist doch nicht so. Suche noch das Problem. Das ist deine Wohnung. Du hast hier was geplant. Das ist deren Fehler. Kann man denn in jemandes Wohnung einfach reinplatzen und dann müsste der sich dann den Plan umändern? Da haben wir die Strecke geholt. Können wir jetzt echt nur diese eine Map? Nee, ne? Ach Quatsch. Wir müssen 3 Maps gewinnen, glaube ich. Wollte schon sagen. Aber das kann schon relativ schnell gehen. Schneller als bei RPG.
kapiere halt einfach nicht, weißt du? Ich meine, hin oder her, egal wie viel oder nicht, aber du verdienst mit dem Scheiße ja potenziell Geld. Weiß nicht, ich verstehe. Ja, das mit einfach Staubsaugen, das ist ein bisschen... Ja, ne, ist doch egal, oder? Ach, das war so... Ja, oder hätte ich auch meine Familie zusammengeschnauzt, scheißegal. Weil mein Vater, der staubsaugt immer. Ja, wenn der diesen Staubsauger irgendwo sieht, dann muss der unbedingt überall. Aber die haben halt jetzt hier das Zimmer, wo sie dann schlafen wollen, ein bisschen umgeräumt. Und vor allen Dingen, wir haben noch einen Schrank hier hochgebracht. Und den musste man jetzt dann gleich noch an die richtige Ecke stellen. Deswegen musste man vorher, was da so an Koffern und Paketen war, das musste man auch eben... mal wegräumen und dann über den Boden dort drüber wischen, damit man dann den Schrank da hinstellen kann. Und das musste natürlich jetzt sein, weil später wollen sie ja theoretisch hier schlafen und dann ist es zu spät. Ja. Also nur für mein Verständnis nochmal, die sind jetzt bei dir, ne? Ja. Ja, Mensch. Aber der... dass der PC im Gästezimmer steht, das war ja auch die Idee von deinem Vater. Ja. Ich habe das vorhin auch nochmal angesprochen, er meint, das ist die richtige... Das ist richtig so, das soll so sein. Man muss sein Schlafen vom Rest trennen. Ja, ich möchte nur mal ganz kurz erwähnen, ich bin ziemlich froh, dass ich deine Familie nicht kenne. Ganz ehrlich, was die sich erlauben eigentlich, deinem Haus. Also Wohnung, nicht Haus, aber so eine Frechheit, finde ich. Sieh dir mal die Lokus an, Marius. Das ist doch klar. Nee, oder? Das ist nicht dein Ernst. Das war der Server, den wir gefahren hatten. Ist gerade einer weggefrischt. Ist es Marius gewesen? Ja. Ja. Wartet schon, ich rede, wenn das Match vorbei ist mit dir. Und kann dir sagen, wie lang es dauert. Kann das nicht. Hat funktioniert. Auch der hat funktioniert. Ja. Ich war gerade abgelenkt, weil... Naja, könnt euch denken, warum. Ich wurde gerade angetippt. Und meine Schwester wollte gerade wissen, wie lange es noch dauert. Beginnt gerade das erste Match. Ist halt schon irgendwie. Oder bin ich das? Ja, Shorty's car is nice and sadly he couldn't use it so far in the new game. But here you can have a look at it. It tells a story. Sakia down. Wunder zu warm, Checkpoint. Oh, ich hab Gear, du wartest. Release? Ja, passt. Das war für mich jetzt null einschätzbar, ne? Ich bin um die Haarnadel rumgefahren. Bin eingegangen. Ja, ist gut. Ja, Lars, du musst. Ja, ich will auf Klopfen. Ja, ich weiß, ich wollte nur sicher gehen, weil wir hatten schon häufig das Gefühl, dass man sich dann so vertut. Wollte es nur erwähnen. Ja, der Sektor danach ist halt eng. Ja, ich fahre das definitiv nicht noch so weit. Ich verstehe nicht, wie du so viel Speeder rausnehmen kannst. Muss leid. Tausendstel Mal. Okay. Ja, ich habe da noch den Gear Change bekommen, weißt du? Ja. Ja, halt sowieso die bessere Linie in den Checkpoint rein, mit vom Down herunter. So. Ah.
Ja, Xyrio, das sehe ich auch so. Ich meine, guck mal, es gibt ja einige Leute, die schauen freiwillig zu. Ja, Shorty? Bin da. Bisschen, ne? Jo, was? Uff. Er will zwar Schwierigkeitsgrad für. Besser? Ja, schade. Ja, ja, ja. Was ging? Ja, krass, dass der Shamsi das schon wieder geschlagen hat, ey. Der Komma 2,7, bitte was? Die anderen beiden halt auch noch. Aber ich habe halt das halt Gefühl, dass das halt vorwiegend bei dieser komischen, nach der Tunnelstelle, wo wir gerade aufgehört haben, nach der Hanel, dieser Uphill, ne? Da bin ich mir halt immer noch nicht sicher, was man da am besten für eine Linie nimmt. Das, wenn man jetzt alleine fahren würde, weil das so bumpy ist. Eine Map noch, oder? Jo. Außer wir verlieren. Ja, natürlich. Gucken auf die Map hier. Warum ist Zin hier schon wieder gejoint? Hat er nicht ein Match? Nö, wir sind das einzige Match, was live ist, glaube ich. Ja, ein bisschen blöd. Wäre nicht nur ein bisschen blöd. Wäre ziemlich blöd. Vor allem, weil sie halt den Server haben. Wo ist denn jetzt eigentlich der alternative Weg? Ah, hier. Warte mal. Ah. Hallo. Gar nicht mal so uncool der Weg. Der ist eigentlich schneller der Weg? Glaub nicht. Aber dann du kriegst ihn halt besser. Ich glaube, bei dem Weg ist halt möglich, den deutlich besser zu bekommen. Der ist halt schwerer. What is wrong here? Was soll denn falsch sein? Nichts ist falsch. Wrong Server? Fuck, what is wrong here? Und geht direkt. Ja, wo hat er eine Antwort bekommen? Ja, der wurde halt wahrscheinlich als Admin geholt. Wegen dem Problem. Und so. Dann war das der falsche Server. Hä, wie okay. Und wo? Ich hab den Discord offen. Aber. So hört sich's jedenfalls an. Ich hab den Discord offen, es wurde nichts im Discord geschrieben. Ja. Warum würde man nicht. Ja, okay. Aber warum? Warum würde man das per DM machen? Weil die sich gut kennen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, ich hab nicht geguckt. Ja. Das war eine schlechte Linie. Ich wollte es mal ausprobieren. Einen anderen Weg. Och, ja. Mann.
Virus Shock Serial. Team Shell ist so hard to follow. I actually watched some of it today, thinking it was the final, but it wasn't. Well, there were a few finals. Yeah. Did you watch the final or the super final? Or the super super final? The final is just the qualification for the super final. That's how it works. Perfect sense. But it doesn't even stop after the super final. There's even more. I got the speed, by the way. The same thing with the game's assembly. Multiple finals for the grand grand final. But that's still easy to understand, though. Yeah. It's actually also interesting, that system. Nah, it's stupid. I mean, yeah, it's stupid when you have a qualification day like today. No, it just takes the thrill out of the grand final if there were multiple finals before that already. I know. Oh, wow. The worst part is that on the final day you have nothing. Like, you have the grand final. Also bad. But yeah, this is what I also think. The stream starts, it's instantly grand final, and it's over again. In den anderen Competitions ist es halt immer so, dass man sich immer mehr steigert und irgendwann endet es mit dem Grand Final, dann bringt man seine beste Leistung. Und wenn das halt direkt mit dem Grand Final beginnt, ist das dann halt schwierig. Machen wir jetzt echt zwei Runden durch. Ja. Ich krieg 6 Punkte. Hä? Plus die? Oh, plus 11. Hä? Die gewinnt dann, das oder? Ist immer, wenn man, wie oft are we man losing this now? Ja, wir verlieren. Der kriegt sogar noch plus 3 da. Hä? So wird. Ich hab 2 mehr. Ja, das ist halt die Relays. Du kriegst immer einen Punkt für einen korrekten Relay. Wir haben jetzt mehrere Relays verpasst. Aber mit Absicht. Ach, warte mal, das waren erst 2 Punkte auf der Map? Oh. Ich dachte, es vorbei. Das Konzept ist an sich, pro richtigen Checkpoint gewinnen wir ein Relay. Das sieht man dann oben, die blaue und die rote Zahl. Und wenn man halt, das Match endet an sich nach 2 Laps. Und oder wenn man 3 Checkpoints hinter einem anderen Team ist. Das heißt, Shorty? Vor nix? Ja, man kann einfach paar Checkpoints extra verlieren, nicht machen und dann trotzdem noch gewinnen. Wenn man einfach dann nur noch innerhalb von den 3 Checkpoints ist. Heißt, deswegen fahren wir, wenn wir gleich auf sind, 2 Checkpoints früher los am Ende. Dann verlieren wir die 2 Checkpoints, sind dann aber immer noch vorne und haben halt dann gefinished. Finished wird halt nur der als erstes finished. Das war nicht gut erklärt. Jetzt können wir, oder? Wir waren einen hinten, aber wir finishen. Ach, ich war einfach. Einfach. Andere Zeit als eben. Eben waren 59 oder so. Ja.
so, als wäre da keine Loser Bracket. Typen sind so nett. Ja, Geotrack, das wird in dem neuen Trackmania mit den Flying V-Spawns nochmal was ganz anderes sein. Aber es wäre definitiv nicht die schnellste Lösung, immer zu respawnen, um seine Führung abzugeben, weil der Fast Respawn, der kostet dich ja auch mindestens eine Sekunde und in der Regel fahren wir enger zusammen. Aber bei einem Crash wäre, ne, wenn jetzt jemand irgendwie einen Fehler gemacht hat und eine Sekunde hinten ist, dann wäre das praktisch wie optimal, damit man hinter ihn kommt und denselben Speed hat. Das wäre dann optimal. So, wir haben jetzt kurz eine Pause, oder? Ja. Keine Ahnung. Könnte, wenn dann spectaten, anderen Server. Ich weiß nicht, ob auf diesem Server jetzt hier was stattfinden wird oder nicht. Bracket ist übrigens total useless. Hier sind nicht viele Leute drauf. Was? Woher weiß man überhaupt, auf welchen Server man geht? Okay, dann schaue ich jetzt auch mal. Indem du da draufklickst. Dann steht da Location. Es steht aber, welches Team sind wir? Woher soll man das wissen? Wir sind Malasch. Nein, bei mir steht die Teamnamen. Ich habe schon STRG F5 gedrückt. Dann musst du es nochmal in Discord öffnen. Weiß nicht. Dann ist es dabei nicht geupdatet. Wie in Discord? Ich bin auf der Bracket-Seite. Ja, dann updatet die Bracket-Seite halt nicht. Ja, da brauchst du aber nicht in Discord. Hat bei mir auch eben nicht geupdatet. Öffne die einfach nochmal neu. Wenn du in Discord auf den Link klickst. Ich hab STRG F5 gedrückt, Marius. War's. Ja, aber bei mir hat's doch so funktioniert. Mach einfach. Mach's einmal aus, geh in Discord, klick den Link nochmal. Klappt bei mir aber auch nicht. Bei mir heißt das auch immer noch alles Team. Ich glaube, der Scheiß Discord. Ich finde den nicht. Ist das so? So. Link an Chat. Ich bin mal eben weg. Ne? Ich werde mal klären, wie ich das jetzt, wie wir das da jetzt machen. Wo ist denn jetzt der Chase Discord? Da. Hat es jetzt funktioniert, das Bracket? Ja. Schlechteste Website ever. Sind dann auf Station 3 und die, gegen die wir fahren, die spielen auch auf Station 3 im Moment. Kann man da joinen? Base. Ich meine, es ist klar, wer gewinnt, aber. Ne. Ist eigentlich meistens klar. Jeder weiß, wer gegen wen gewinnt, wenn man das Time Attack gesehen hat. Da gibt es halt bei Chase auch so große Unterschiede zwischen den Teams.
Nein, das Problem ist nicht, dass Chess so große Unterschiede hat. Das Problem ist einfach, dass wir 7 verschiedene Teams haben insgesamt. Ja, das auch. Aber natürlich, das kommt alles zusammen. Oh ja. Also wo sollen die engen Matches herkommen, wenn wir alle von komplett unterschiedlichen Skill-Leveln überhaupt sind? Erstmal TMFL Highlight Video gucken. Ich könnte eigentlich gerne meine Map weiterbauen. Hatte ich jetzt heute während OGA da angefangen, die OneBlock Map da fertig zu bauen. Was baust du denn? Ja, Edge hostet eine Mapping Competition, dass man eine Map baut mit nur einem einzigen Block. Und den dann halt ne, mit Reblock Remapping halt setzt. Ja. Oh ja, die Idee ist da, wollte zuerst mit Marius zusammen dann Map bauen, aber hat ja anscheinend offensichtlich nicht so viel Zeit. Die Idee, den Block, den ich da benutze, ist eine Rampe. Aber eine Straßenrampe. Hat mehrere Möglichkeiten, wie man den benutzen kann. Ja. Hab eigentlich ganz gut. Also ich bin fast fertig. Hab eigentlich alles so drin, was ich haben will. Das Einzige, was ich noch brauche, wäre eine Verbindung zwischen Start und das Ende. Eine Sache, die ich noch cool finde, wäre ein Wallride, aber das ist so schwer zu bauen. Der Exit daraus. Klingt doch gut. Server da gejoint hatte. So, bin wieder da. Hilfe. Mach du was weg. Ich war eben kurz im Wohnzimmer. Meine Schwester hat sich auf der Couch jetzt mit Decke und Kissen breit gemacht. Und dann habe ich mir ein Lied The Voice Kids angehört. War ganz gut, haben sich alle umgedreht.
Wisst ihr, wie lange das jetzt noch dauert, bis wir wieder dran sind? Oder was das jetzt hier ist, was auf diesem Server hier läuft? Keine Ahnung. Können wir eigentlich vielleicht sogar trainieren? Auf irgendeinem Server, wo sonst niemand ist? Oder nicht? Wobei jetzt kein Server heißt mehr Chase Death. Na, die heißen jetzt alle Chase. Da kann man wahrscheinlich nicht einfach so drauf gehen und fahren. Also wie lange die hier noch fahren müssen. Sind auf jeden Fall mindestens auf der zweiten Map, vielleicht auf der dritten. Unsere Gegner. Wir spielen dann auf dem Server 3. Aber ja, Marius, wenn du gerade weg warst, ich hatte noch gerade erzählt, ich habe dann jetzt hier an der Map dann gearbeitet heute, während OJ geguckt hatte. Dingens Map. One-Block Map. Und sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich muss nur noch den Startteil und den Endteil zusammensetzen. Okay. Einzige, was halt noch so quasi fehlt, wäre ein Worldwide. Noch einbauen könnte. Hast du schon das Ziel gesetzt? Ja. Achso, weil sonst wäre vielleicht Worldwide ins Ziel noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, ich habe das Looping ins Ziel, weil Looping ist halt auch schwer. Da hast du so viel Speed und den Exit aus dem Looping ist halt auch ein Problem, weil das Looping muss ja gerade sein. Deswegen habe ich es jetzt aus dem Looping raus. Ich glaube, ich lasse es einfach mit dem Robert. Das wird einfach nicht schön. Selbst wenn es dann funktioniert, wird nicht schön sein zu fahren. Noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Ich habe jetzt echt nicht viel hinzugefügt, dem was ich hatte. Ich habe halt den Start genommen, dann diesen Part weggemacht, der, wo es dann in die Warbite Transition. Anstelle davon habe ich einfach dann Woofit und dann das danach so einen Sprung, dass man durch zwei Rampen durchspringt. Dann plane ich so einen Zickzack-Part zwischen Rampen. Links, rechts. Dann geht's auf das Dach. Den Fall habe ich auch schon gemacht. Das ist ziemlich cool eigentlich, die Transition da drin. Funktioniert ganz gut. Dann von da eine Transition runter, dann mit einem relativ großer Rampensprung danach. Dann ein Roof-Hit, aber nach unten mit der Rampe, dass es so nach unten geht, in den Downhill rein. Und dann nach dem Downhill noch ein Sprung in der Rampe und dann Looping ins Ziel. Das ist so an sich der Plan. Wenn wir jetzt noch... Bei diesem Roof-Hit, ne, da hatte ich halt mehrere Ideen, wie der aussehen kann. Wir hatten einerseits den Roof-Hit, wo du oben wie so eine Welle hast, an der, dass du ganz lange an der Decke praktisch dran bist. Dass, ja, ne, dass du die lang gleitest, aber die andere Idee von Roof-Hit wäre dann gewesen, dass man dort dann einen Flip macht und springt gegen, ja, und macht einen Frontflip. Halt dann jetzt zweimal dieses Gleiten. Einmal nach oben, wo man erstmal eine Rampe nach oben macht und dann, dass es wieder gerade wird quasi mit dem Roof-Hit. Und einmal geradeaus auf eine Rampe zufahren, die dann umgedreht ist. Und dann geht's nach unten. Oh Gott, was machen denn die Typen. Aber wenn das jetzt so ist, dass man so sprinten kann am Ende, ne? Dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man auf den Strecken auch schnell ist. Und man muss halt tatsächlich mal in die nächsten Warm-ups gucken, wo die Checkpoints sind, denn ich hatte ja damals für den Paragon Chase Cup auch richtig viel vorbereitet. Für jede Strecke. Dass man da auch guckt,
Also generell, angenommen beide Teams sind gleich auf, kann man am drittletzten Checkpoint, den muss man noch nehmen, und dann nimmt man zwei Checkpoints nicht und dann fährt man ins Ziel. Das funktioniert, wenn man aber vorne ist. Dann kann man am drittletzten Checkpoint loshanden, wenn man vorne liegt. Ja, aber dann finisht man, bevor man den Relay fehlen würde. Also wenn man theoretisch, wenn man vorne ist, dann kann man beim drittletzten schon anfangen. Genau, den nimmt man noch, aber dann nicht mehr. Ja. So, und wenn man hinten ist, hat man schon mal den Nachteil, dass man es nur noch am vorletzten kann. Nur am vorletzten Checkpoint. Das ist jetzt für das Beispiel, dass beide Teams gleich viele Punkte haben. In der Regel gleich viele Punkte, aber es gibt ja immer ein Team, was vorne ist und zuerst einen Punkt macht. So, wenn jetzt ein Team schon gefailt hat, dann verschiebt sich das nochmal. Aber dann gibt es auch wieder diese Sachen, wo das eine Team das andere vielleicht ein bisschen austricksen kann. Ja. Also angenommen, man ist ich weiß nicht mehr, was ich mir damals alles ausgedacht habe. Aber ich weiß, wir hatten damals mal viel zu früh begonnen zu handeln und haben das andere Team damit überrascht und dann haben die auch gehandelt. Dabei hätten sie einfach nur die letzten Checkpoints mitnehmen müssen und hätten gewonnen. Ja. Aber wir haben sie damit überlistet, ja. Wir haben sie dazu gebracht, das Falsche zu tun. Weil, also angenommen jetzt halt, ne, wir sind eigentlich vorne und würden jetzt am drittletzten Checkpoint loshanden. Kann es aber sein, dass das andere Team hinter uns schon loshantet, ja, und wir sehen so, oh, da sind die ja schon, go, 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 ne, aber dabei haben die schon jetzt die letzten Checkpoints gar nicht mehr mitgenommen und wir müssen eigentlich nur noch unsere Relays zu Ende bringen und gewinnen. Kann nämlich sein, ja. Das ist dann halt ein richtiger, naja, eigentlich so ein Verzweiflungsmove, aber kann halt funktionieren. Ja, Hüsch ist, I mean, currently there is of course a break, but, yeah, the chase mode is quite difficult to explain in short sentences. Basically, there are many different ways as well how a round can be ended and can be won by one team. Either by having three more points than the opponent team, or by finishing first, or if someone deletes, press the delete button. Multiple options. So, I gotta have a look at Island now. Wait, wrong pad. I have to use the other pad for this. Mal das Edge-Video ansehen. Unter 15 und 20 Reverse anscheinend gewünscht worden. Und dann? Was gibt's, ein extra Edge-Video, wo jetzt mehr gefinisht wurde? Ich habe das erste Back-Reverse-Ding angeguckt und muss sagen, das sah verdammt langweilig aus. Da war praktisch so kaum irgendeine besondere Map dabei. Also nicht so wie das andere Mal. Ja. Ja, und vier waren halt dann unfinished. Ja. Also ja, müssen wir mal auch... Und bei 20 habe ich mir halt auch gedacht, dass da was machbar ist. Und die wurden jetzt gefinished.
müssen wir mal Firestorm sagen, dass der, wenn er Maps dafür baut, doch bitte auch darauf achten soll, dass er interessant gestaltet für all diese Projekte, die die sonst immer machen. Ja. Weil man kann ja so Gimmicks einbauen, weißt du? Ja, cool. Man muss eigentlich auf 4 achten halt. Ja, feiert diese ganzen Sachen auf One-Up, aber das haben sie im neuen Spiel jetzt noch nicht gemacht. Aber ich habe einen Clip gesehen, wo mit Bay Auto of Valley One-Up Challenge da was mit Überbug gefinisht wurde. Sah jetzt aber gar nicht mal so schwer aus. Also der Start bei 20 ist schon ziemlich geil. Dass man losgeht. Mit Losty auf Eis kann man auch so einiges anstellen. Kann man, glaube ich, wirklich richtig kreativ werden. Ja, genau. Hatte ich hier als Identity überlegt. Beim Identity Mapping Contest. Sind die eigentlich mal fertig mit ihrem Match? Also, trinken die noch Kaffee und essen Kuchen oder? Ich habe mir noch nicht erzählt, dass die so lange brauchen. Ja, es sieht im Moment so aus, als würden die verlieren. Also, die Gegner. Immer noch. Ja. Also, die sind am Verlieren. Die haben eben eine Map verloren und steht jetzt 1-2 für die Gegner. Das ist halt dann wohl jetzt quasi ein knappes Match bei denen im Moment. Warum ist es eigentlich nie der Fall, dass wir und Sinio im selben Chase Cup gut trainiert sind? Es ist halt immer entweder wir sind gut trainiert oder Sinio hat ein sehr gutes Team und ist super trainiert. Weil gegen ihn hat es immer sehr Spaß gemacht, weil er halt eigentlich jetzt nicht unbedingt der schnellste Fahrer ist, aber seine Teams waren immer so verdammt gut im Chase. Lars, sag mal, wenn eine Runde vorbei ist, dass ich joinen kann. Jetzt. Das ging schnell. 1-3. Drei, warte, haben die, die oh, haben 3-0 gewonnen? Ups, bin ich als Zuschauer gejoint, geil. Oh, da steht's 1-2. So viele Zuschauer. Das sind halt nicht, Mann. Jetzt eigentlich die Map hier zu Ende gucken. Vorbei. Er ist wohl vorbei. Marius? Ja, was? Da? Ja, geht's weiter für uns? Ja. Echt? Ja, jetzt geht's los. Geht weiter. Wir warten. Ach so. Das ist so plötzlich. What the fuck? Ist ja also nicht so dringend, aber. Warten, nein, ja. Also, wir spielen jetzt hier auf dem Server 3. Gegen Hitman. Das Senior-Team oder ist das nicht Senior-Team? Das ist nicht das Senior-Team. Raus. Cool. Also kein Loser-Bracket? Nee. Das wird halt noch. Wir kriegen halt kein Training wirklich, weil das sind halt zwei sehr einfache Matches hintereinander wahrscheinlich. Mal gucken, aber unwahrscheinlich. Was hatten die denn im Time Attack? Time Attack wurden die. Ja, vorletzter. Ist halt auch das. Ne? Ja. Wie
kommst, dass ich im automatisch im richtigen Team traine. Wie leid. Ja, genau. Lass sagen, ja, dann gewinnen wir jetzt nach Short. Ist es ernsthaft 23 Uhr? Ja. Was? Boah, können doch nicht 2 Stunden gewesen sein. Ich sag ja, ich habe mich echt gewundert, warum noch spielen. Es ist halt unglaublich, aber weißt du, das geht bis Zeit Mittag. Also nach Time Attack war es irgendwie 40 nach oder so, dann haben wir ein Match gespielt. Ja, keine Ahnung, was und das Match ging ja auch flott, ja. Gefühlt. Also das fühlte sich nicht ansatzweise wie an über einer Stunde an. Sind wir aber auch 5-mal auf unserem Server oder so. Ja. Vor allem, da kommt gleich hier besten Highlights aus 10 Jahren dabei Skills, das wollte ich eigentlich gucken. Von live, glaube ich, ne? Ja, Warm-up. Ja. Also oben rechts steht Warm-up. Ja, warum sehe ich jetzt euren Namen? Ich verstehe dieses Scheißspiel nicht, Mann. Jetzt sehe ich eure Name-Tags. Der ist auf dem anderen Server. Einer kann gut mithalten, ich jetzt was hält. Jetzt gut einschätzen bei dem Gegner hängt. Ich hoffe mal, das hält nicht so lange. Ach, Band, ey. Die Blöcke, ey. Starten wir gleich mit unserer Lieblingsmap. So, ihr Warm-up drauf achten. Hier ist ein Checkpoint. So, ist das hier der drittletzte, der Ring-CP? Ich dachte nur der zweitletzte, den kann man durch. Ne, den drittletzten, wenn wir vorne sind. Weil wir sind dann ja im Ziel, bevor wir den B-Day verlieren würden, ne? Ne, der drittletzte. Der drittletzte ist tatsächlich, wo es downhill geht, die Straße, vor dieser Offroad rechts. Da kann man dann schon. Müssen wir aber auch vorne bleiben dafür, ne? Ja, aber das muss man ja eh, wenn man gewinnen will. Ja, genau. Also bei dem schrägen Straßencheckpoint, da können wir dann loslegen. Normalerweise. So, los geht's. Aber mal gucken, ob wir bis dahin hinkommen. Das ist ja halt auch eine schwere Map. Ich musste gerade ausfahren. Hat das jetzt gezählt? Hat gefällt. Etwa equal übrigens. So nebenbei. Warte, jetzt muss ich zwar konzentrieren. So. 2 Checkpoints sind. Ja, wir dürfen die jetzt nicht vorbeilassen auf der Strecke. Ey, wieso 2 Checkpoints? Wir haben nur einen gefällt. Wir haben danach diskutiert und dann noch einen gefällt. Nee, da war bei mir. Ich hab unten rechts in die Time zu gucken. Ja, das war equal. Auf die Tausendste und dann hat es nicht gezählt und war es bei ja, einer davon. Ja, und dann hättet ihr mich durchlassen müssen und das war nicht der Fall. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall alle Checkpoints mitnehmen bis zum bitteren Ende. Ja. Aber damit haben wir jetzt immerhin noch nicht verloren, ne? Ja, das ist das Tolle an dem Format, das fand ich scheiße an dem anderen. Und vor allem auch, dass hier so viel Taktik dabei ist, wann man dann riskiert. Weil man drauf losgeht, weil man sprintet. Ja, die haben jetzt halt quasi nur einen kleinen Vorteil. Theoretisch kann man deswegen halt auch
Relays in der Mitte von der Map einfach mal failen. E-Shorty. Wenn das dann schneller ist, als am Ende wieder loszufahren. Eigentlich kannst du theoretisch von vornherein schon taktisch sagen, okay, die Checkpoints überspringen wir. Der hat jetzt auch nicht gezählt. Ja, aber zum Glück haben wir ein bisschen Vorsprung. Ey. Irgendwie war auch sowieso ein 19er. Kamera 3 Fahrer. Oh ja, es waren echt ein bisschen viele Checkpoints, die wir gerade. Aber da sieht man also alle innerhalb von der Hundertste, ne? 5000ste, 4000ste und 0000ste. Nee, der eine war nicht 4000ste, weil ich musste und ich war ja sogar nur Dritter. Haben wir 4 verloren? Achso, du warst Dritter. Achso, ja. Ja gut. Ich war aber 12000ste hinten oder so. Also. Ja gut. Trotzdem, ne? Jetzt macht das auch Sinn, warum Marius 2 Checkpoints am Stück gehen musste. Ja. Einer von denen hat verkackt. Natürlich. Offensichtlich hat er nicht nur ein bisschen verkackt. Es ist wieder bester Fall. Ist alles bester Fall. Hm, ja. Oh, ist ja Semifinal, ne? Ja. Ja. Ja, ich jetzt keinen Loser-Bracket, weil dann wird es nochmal deutlich länger dauern. Ja, das ist dann schlimm. Diese Chase-Clips klingen immer zu lang. Deswegen, als ich dann gehört habe, dass mein Vater da kommen will, weil da haben wir uns schon festgelegt. Und das Spiel. Da dachte ich mir auch schon so, scheiße Mann, ne? Aber dass jetzt auch noch meine Schwester dann plötzlich kommt. So. Warte, ja. Jo, passt. Bist du nochmal vom Gas gegangen, Marius? Nee, aber ich hatte einen schlechten Gang in den Looping rein. War langsamer nur deswegen. Ja, ich wollte nur wissen, ob das normal war. Weil ich dachte, das wäre dann kein so großer Unterschied. Peace. Bin da. Kurz release. Ja. Manche G schreiben nach jeder Map. Keine Ahnung. Ich schreibe einfach nichts. Mit zwei die auch noch. Ey. Jackie. Klingt doch nicht. Listening to Mozart and being the slowest in Chase Cup. Aber hat jetzt seinen. Endet. Wie kann er fragen, endet? Wie? Er hat sogar Punkt Chase in seinem Namen, wer muss das auch wissen? Lars, jetzt weiß ich, wo man mitspielen kann. Mit den Gegnern. Stell dir mal folgende Situation vor. Du liegst auf der Strecke hinten. Aber du hast ein Relay mehr, die vorne haben einen gefailed. Und dann fängst du deswegen schon einen Checkpoint früher, als die könnten, an mit Handen, mit Sprinten. Ja? Also kriegen die das mit und fangen auch an zu sprinten. Und dann aber, plötzlich, nimmst du die letzten beiden Relays? Ja. Also änderst du deine Vorgehensweise? Ja, theoretisch schon, ja. Dafür. Aber das geht nur, wenn du halt diesen strategischen Vorteil hast, ne? Bei Punktgleichheit geht das nicht. Aber wenn du diesen Vorteil hast, könntest du mit den Gegnern spielen. Und wenn du halt dicht dran bist, ne? Du musst ja mit dem Sprinten, das, die jetzt. Dass man mal halt einen Punkt vorne ist oder hinten ist, das ist halt hier viel interessanter als sonst. Ja. Weil sonst ist es halt einfach, ist ja, hast du plus 5 Sekunden quasi. Ja, es irgendwas ist, stimmt mit dem Booster, ne? Strategischen Vorteil.
Space ist in meinen Augen der beste kompetitive Modus. Ja, wenn er noch, wenn noch mehr kompetitiv wäre, dann wären solche Spaces auch bekannt und. Hier lohnt sich Teamwork wenigstens auch. Ja. Und hier lohnt sich auch Training. Genau. Und hier ist Training nicht einfach nur Brain Dead. Ach, ansonsten ist halt Trackmania der Training halt wirklich Brain Dead, einfach nur stundenlang das gleiche. Ja. Also die Absprachen man spielt hier, halt mit. Man spielt halt mit anderen zusammen, ne? Ja. Auch so eine große Sache. Aber du kannst, weißt du, guck mal, bei dem Format kannst, brauchst du sogar noch einen Manager theoretisch, weißt du? Boah, es. Könntest du so, so gut kompetitiv aufziehen eigentlich, das Format? Ja. Also, ja, wenn es überhaupt perfekt passiert. Für Matchmaking theoretisch. Solange. Ja, die Kompliziertheit am Anfang ist es vielleicht nicht, aber. Nicht mal kompliziert. Ja. Daran, es ist nichts daran schwer zu verstehen. Du spielst es eine Minute und du hast es kapiert. Klar hat es natürlich auch noch mit diesen Strategien und sowas noch ein paar Strategien, weißt du? Also, ja, ich meine, mit random E-Mails ist halt. Hallo? Fahrt. Was, Arius? Missfahrt ein bisschen. Ich bin jetzt. Weil es ein bisschen verwirrt mit dem Fahrt. Okay, jetzt. Ja, mit Fahrt meinte ich, ja, fällt den Relay einfach. Okay, jetzt sind wir da wieder drin im Rhythmus. Oh ja, ich musste da ja eine Vollbremsung machen. An der einen Stelle. Wir sind sogar vorne. Und zwar deutlich. Ja, wenn du den jetzt kriegst. Ja. Sorry. Ich konnte jetzt praktisch auf Vollgas reinfahren. Weil ich die da überholt habe. Mit der Linie auch, ne? Ich meine, sind sie noch positiv. Das ist ja nicht mehr Optimismus. Oh, noch ein? Ja. Wenn man hier halt das ordentlich ein paar Stunden trainiert, ich meine, wir haben jetzt echt nicht viel trainiert. Und die Maps sind auch echt nicht gut für Chase geeignet. Wie jedes Ethischen irgendwie. Könnte halt so geil sein. So mega knapp auch und so spannend zum Zugucken. Beziehungsweise so war es ja auch. Ja, also ich erinnere mich immer an diesen Clip von der Runde mit Devil gegen das Carl Junior. Ja, passt. Ja, ich meine, das Sprinten mit diesem Mode, mit zwei Laps, ist halt auch einfach geil. Das ist so interessant dann am Ende. Immer Strategie dabei, cool einfach. Aber ich wette, wenn die Matchmaking machen würden, dann, ja, stell dir vor, die Maps, wir spielen dann auf den Kampagnen-Maps. Ja. Und dann halt nur bis zum Ziel. Ach, Nadir hat Chase aufgegeben. Warum auch immer. Sie geben halt das Gute auf. Naja. Ja, sie hatten halt mal einen Matchmaking-Server laufen und so, da haben sie so wenig gespielt und dann ist jetzt durch. Bringt mich noch mal kurz. Haben weil... sogar relativ viele Leute gespielt dafür, dass es überhaupt keinen Anreiz gab. Ja. Wie hieß der kanadische. Ach, Wolli hieß der. Das bin ich selber drauf gekommen. Carl Junior mit Wolli zusammen. Und dann war noch wer drittes. Wenn sie es einfach jetzt mal vernünftig machen, dann. Kann groß werden, das ist einfach geil. Macht Spaß zuzugucken, es macht Spaß zu spielen. Macht alles. Spaß zu trainieren sogar. Ja, so ja. Richtig auch zu handeln, weißt du, wenn das wirklich groß wäre und du versuchst im Time Attack irgendwie als Team die beste Zeit hinzukriegen, ne? Das hat was. Ich meine, es ist halt auch so viel besser, weil es ein Team-Modus ist. Das ist ja immer das Manko an Trackmania. An sich, alles was du machst, du fährst einfach nur alleine und du fährst einfach nur die Map. Mehr machst du ja nicht. Du fährst einfach nur. Fährst von A nach B und willst es so schnell wie möglich machen. Das ist alles. Das ist jeder Modus quasi. Hier hat man halt ein bisschen was anderes. Vielleicht würde ich mal so ein Alpha-Forum-Thread eröffnen. Ja. Einfach mal allein schon um zu gucken, weil aktuell bekomme ich ja immerhin Antworten von Heides. Ja. Allein schon um mal zu gucken, was Heides davon hält. Weil zumindest das würde, glaube ich, passieren. Ja, also an sich wäre Chase und Matchmaking sehr geil. Das müsste
Bräuchte aber ein bisschen Aufwand natürlich. Ich aber brauch's, ich brauch's halt ja nicht mehr mal als Matchmaking, ich brauch's einfach nur als Event, weißt du? Ja, als Matchmaking könnte es aber halt auch noch, passt halt auch gut im Matchmaking rein, finde ich. Aber das wäre halt mehr Aufwand dann. Ja, bei Matchmaking habe ich immer, weil es das ja hier als Format auch gibt, Matchmaking dann wird's, aber das ist immer auch ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwelche schwächere Leute mit dabei sind anfangs. Klar, wenn dann irgendwann jeder die Regeln versteht und kennt, dann ist es gut, aber ganz am Anfang ist natürlich erstmal blöd und dann wird wahrscheinlich viele deswegen den Rücken zukehren. Ja, gerade wenn du das Solo queues und dann dein Teammate, entweder einer versteht das nicht und du bist halt voll am Arsch dann schon, wenn es einer aber nicht versteht. Es war ja mega häufig gespielt, auch von No-Train-Leuten und auch generell von Leuten, die das einfach ohne Mikrofon, ohne alles gespielt haben. Ja, und wenn du das als Map-Matchmaking einbringst, das zu erklären, das ist jetzt echt nicht das Problem. Ich glaube, die Gegner bei uns, die spielen die meisten hier auch ohne Voice-Chat. Ja, ich weiß, also warum auch immer. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also da hast du schon so einen geilen Modus, den du mit Teams spielen kannst und dann machst du kein Voice. Finde ich schon komisch. Ja. Achtung, stopp. Danke, Eck. Ja, bin da. Na, ihr seht mich, ja. Oder bin ich fast hängen geblieben? Ich hab Speed Loss. Yep. Ja. Einer von denen ist, glaube ich, weggecrashed. Ich dachte erst, dass einer von euch das war, aber. Kann ja nicht. Ja, passt. Ja. Hätten auch so gewinnen können. Ja, wenn mich durchgelassen hätte, hat das auch gewonnen. Ja, wollte ich nicht. Ja, ich will finishen. Wir haben eine gute Runde gewonnen. Dann bin ich letzter. Unfair. Hast einen Punkt gemacht. Wieder ein Punkt. Ganz schlechte Leistung, Joey. Ja. Eigentlich müsste Shorty hier gewinnen. Ja. Aber irgendwie, seitdem er dieses Auto verwendet, wird er nicht mehr Zweiter und nicht mehr Chase. Stopp. Zum Glück hat man das Auto rausgesehen. Oh Gott. Ganz langsam. Habe sie gemacht. Ja. Hab Speed. Shorty kurz. Du hast gesagt Speed. Also hab gefälligst Speed. Ich hatte ja Speed. Bremsen nur langsam da vorne. Ist sehr effektiv. Warte mal, Landung da. Ah, gut. Stopp, warte. Punkt 2. Ja. Oh, das war ein bisschen übertrieben. Ich hab Gear down. Ich komme. Geht. Oh nice, das hat gut geklappt.
Wenn beide schon mal ein bisschen vom Gas gehen. Können wir schon handeln? Wir schon? Ja, mach mal. Mach mal. Okay, mach dann nicht. Also, dann könnte man natürlich auch einfach fahren. Oh, warte, jetzt hole ich das dicke Ende raus. Nein! Och, Mann. Da, endlich mal eine Runde. Aber nett. Also auf der Map sind sie besser. Auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt hier auch vergessen zu gucken, was der drittletzte CP ist. Wir haben einen in der allerletzten Kurve, wir haben einen vor dem Dirt Uphill. Und der drittletzte also ist der nach dem, wo man, ja, kurz bevor man also da springt. Nach dem Ring-Checkpoint kann man loslanden, also war richtig. Wir haben es richtig. Das war ein richtiges Zeichen. Nee, es war einer zu früh. Nee. Der drittletzte Checkpoint, außer wir waren da schon vorne, das weiß ich jetzt. Ja, wir waren da vorne in dem Checkpoint. Knapp. 1/10. Nee, ich meinte. Wir haben gesagt, den drittletzten Checkpoint nimmt man noch mit und dann fährt man los. Aber der drittletzte Checkpoint, der ist. Ich zeig's dir nicht so wunderbar. Ich dachte, den viertletzten Checkpoint muss man noch mitnehmen. Nein. Weil dann kannst du ja. Dann kannst du ja drei Relays dann verlieren. Ach, Shorty war. Ah, stopp. Ja, komm auf die. So, ich komme. Hab auf die Anzeige geguckt, 13 Meter, aber Shorty war halt 13 Meter links von mir. Jetzt habe ich schon verpasst, ja, dir zu sagen. Wartet kurz, Punkt 2. Ja. Ja, der andere hat gerade gecrashed. Bisschen zu viel riskiert, ja. Einen guten Speed. Mehr Speed als ihr, aber es reicht nicht ganz. So, also den müsste man noch mitnehmen, weil es kommen noch 3 CPs. Aber der Checkpoint hier, das ist der, ab dem man handeln kann. Fuck. Oh, auf beidem. One lap und two lap. Beides 54. Ah, und um 7000 den wer. Hä, ist das überhaupt vor dir? Der überhaupt ein Team? Ja, der war in dem ersten. Oder wo ich gespectatet hatte, da war dabei. Oder war das unser Gegner im allerersten? Nee. Ich glaube, wo ich auch gespectatet hatte. Der bei uns mit dem Team war, obwohl er nicht bei uns im Team war. Vielleicht doch das doch. Ja, es war der Tails, oder nicht? Dass Shorty jeden Checkpoint hat, bis auf einen, ist auch ein witzig. Ja. So, jetzt frage ich mich, wie lange müssen wir warten, bis das Grand Final startet. Weil schon wieder 23:23. Sind auf jeden Fall auf dem richtigen Server. Wer das? Ja. So, ich gehe jetzt ins Back-Modus. Ihr sagt mir dann, wenn es losgeht, ich muss noch die United Maps mir anschauen. Dann habe ich wenigstens was zu tun, weil ich weiß nicht, wann ich das sonst machen könnte. Bevor wir da auch noch Wasser holen. Ja, reicht noch für das Beine. Das Problem ist, Rallye muss ich ja eigentlich mit DX Tweak mir anschauen.
Jo, good game, Shaggy. Good game. Speichern. Nächste. Ich bin jetzt halt so untrainiert eigentlich für die United Competition, dass es schon fast wieder alles kacke ist. Und da könnte ich auch sagen, dann krass ich das ganze Ding, also dann auch blöd für den Teamkollegen. Ein Stadion will ich auf jeden Fall natürlich fahren. Also, es ist jetzt einfach nochmal, damit es ganz klar ist, wenn wir vorne sind, holen wir den drittletzten noch und dann hunten wir. Also wir hunten die letzten zwei Checkpoints quasi. Ja, die müssen wir nicht mehr nehmen. Wenn wir nicht vorne sind, dann hunten wir die letzten einzigen Checkpoint quasi. Oder die letzten zwei Sektoren. Auch die letzten zwei oder nicht? Ja, die letzten zwei Sektoren. Aber wenn du das Finish noch als Checkpoint zählst, dann die letzten zwei. Hey, wir brauchen. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir gehen trotzdem die letzten zwei Checkpoints, nicht die letzten zwei Sektoren. Wenn wir den letzten Checkpoint nicht als erstes bekommen, haben wir sowieso verloren. Also, warum. Also. Wir gehen zur gleichen Zeit. Also, warum sollte ich denn den Checkpoint nicht mitnehmen? Nur ja, weil ich das Finish noch brauche. Wenn ich das Finish brauche, dann muss ich sowieso als erster am Finish sein, oder nicht? Nur den letzten Checkpoint braucht man halt noch. Brauchen wir nicht, wenn beide Teams dafür gehen, dann brauchen wir den nicht. Ja, wenn beide drauf gehen, dann natürlich nicht. Können wir auch noch früher. Hättest du mal auch, dass die dann auch gehen werden, dann theoretisch in den meisten Situationen kann man einfach beim Drittletzten los. Ja, so gesehen kann man schon ehrlos, das stimmt wohl. An sich bei Punktgleichheit am Drittletzten. Dann ist die Frage, ist man das vordere oder das hintere Team? Wenn man das hintere Team ist und irgendwie das Gefühl hat, man hat sonst keine Chance mehr, könnte man natürlich vielleicht schon am Fünftletzten loshandeln und hoffen, dass die anderen das nicht mitbekommen, dass man gerade gar keine Punkte mehr macht. Wenn es aussichtslos ist, weißt du? Weil die dann vielleicht sowieso immer das Vorhaben, am Drittletzten loszuhandeln. Ne? Angenommen, wir stimmen uns jetzt auch darauf ein, wollen immer am Drittletzten loshandeln, dann weiß das andere Team und fährt vielleicht schon am Fünftletzten los, nimmt zwei Checkpoints nicht mit und dann closen wir es aber nicht aus. Das wäre ja dämlich von uns. Ne? Da muss man dann halt mal kurz drauf hingucken, so drauf achten. Aber mit drittletzten Checkpoint heißt dann halt immer, den drittletzten holen wir uns noch und dann los. Dann los, ja.
Übrigens habe ich in dieser Woche extrem viele vierte Plätze eingefahren. Ist eigentlich ein Wunder, dass dieser eine Cup of the Day mit Insanity, dass das kein vierter Platz wurde. Weil der Velesti Cup war Platz 4, der Sportix Cup war am Ende Platz 4. Und dann heute der Simply Cup, also gleich drei in Folge. Dann fiel mir aber noch der Weekly Trio Cup ein, wo wir an sich auch Vierter geworden sind, als ausgeschiedenes Team im User Bracket Final. Und dann Lentilion, wenn man es so gelten lässt, so wäre ich dann jetzt auch Vierter. Ja, ich mochte das jetzt auch nicht, weil dass er da geschrieben hat, the official reside ist. Ja, und dann standst du auf 3, das fand ich auch ein bisschen bescheuert, aber. Ja. Das ist halt eine blöde Sache gewesen, einfach. Ja, Simply Cup heute war. Da war auch was Blödes, Lars. Ich hab da. Naja, auf 2 Strecken extrem viele Punkte verloren. Deswegen lag ich nur auf Platz 4, lag ein bisschen hinten dran. Und dann am Ende fuhr ich richtig gut, aber die anderen haben halt auch immer die Top-Position mit mir zusammengeholt. Deswegen wurde der Abstand zum 5. Platz riesengroß. Aber ich konnte halt nicht das bisschen aufholen, was ich hinten lag. Zu allen nicht. Und dann, wir hatten schon mal mitten im Cup, ist es schon mal vorgekommen, dass eine Map gestartet hat. Und dann kam eine Abstimmung, Skip Map, und die kam ging durch. Wahrscheinlich wollte das Simply nicht sogar. Und dann haben alle halt auf Ja gestimmt. Das hatte ich schon nicht verstanden, hatte mich gewundert. Und dann kam halt am Ende, ich war mir nicht sicher, wie lange geht der Cup noch, ne? Aber dann kam noch eine neue Map und dann sah ich das Warm-Up richtig, richtig perfekt für mich. Damit hätte ich von Platz 4 auf 1 vorkommen können, eventuell. Und dann plötzlich kommt eine Abstimmung, Skip Map, dann wurde das Sieg geskippt und dann war der Cup vorbei. So, was ist das Ding gewesen bei der Map? Naja. Der Grund dafür, dass sie geskippt wurde, war die Tatsache, dass die Checkpoints nicht respawnable sind. Die Map hatte an sich aber nur einen Finish-Sprung, sonst nichts. Sie war komplett auf dieser Sausage Road. Und sie hatte einen Fragile-Block am Beginn, am Start. So, scheinbar ist es so, wenn man einen Stand-Respawn macht, dann ist der Fragile-Effekt trotzdem noch da. Das wollte ich immer mal austesten, habe ich auch nie gemacht. Was also heißt, wenn du in diesen Fragile-Ding kommst, dann kannst du den Finish-Sprung nicht schaffen. Da kannst du also nicht finishen. Und man musste halt ganz vorsichtig fahren auf dieser Road. Man durfte halt möglichst nie springen. Also man konnte hier nicht eine typische Linie nehmen, die man sonst nehmen würde, sondern man musste einfach versuchen, auf einer Seite zu bleiben, nie zu springen, damit man auf keinen Fall diesen Fragile-Effekt bekommt. Und jetzt, es wird halt gesagt, ist halt nicht respawnable, deswegen wird sie geskippt. Aber, dann würde ich sagen, nehmt die Strecke doch so, als ob sie keinen Checkpoint hat. Die Checkpoints sind hier nur dafür da, damit eine Linie vorgegeben ist. Das ist die einzige Aufgabe der Checkpoints. Die Checkpoints sind ja nicht unbedingt immer dafür da, dass man dann dort respawnt. Es ging bei der Strecke einzig und allein darum, dass man sie safe fährt, dass man diesen Effekt nicht kriegt, dass man nirgendwo springt und dann war der Finish-Sprung auch nicht so hart. Und wenn man den Fragile-Effekt nicht hat, dann hätte man ja auch respawnen können. Und es dann machen können mit dem Finish-Sprung. Wäre kein Problem gewesen. Und naja, jetzt, ich weiß nicht. Nicht respawnable ist für mich in diesem Sinn tatsächlich irgendwie nicht ein Grund. Weil ich würde die Strecke so behandeln, als hätte sie einfach keinen Checkpoint. Die brauchen schon wieder ganz schön lange für ein Match. Aber ja, ich habe die meisten Punkte verloren auf so einer Ice Map, die einen relativ offensichtlichen Cut hatte. So ähnlich wie das aus dem Slow Learner Cup, wo ich dir die Map gezeigt hatte. Aber der Cut hat nicht ganz so viel gebracht. Und er musste schon gut klappen, damit er was bringt. Und natürlich hat es im Warm-Up gut geklappt, deswegen fühlte ich mich irgendwie. Naja, so als muss ich unbedingt darauf gehen und muss den Cut jetzt machen. Vor allem, weil meinem lag vorne und ich auf Platz 2 und ich dachte, das ist die einzige Möglichkeit, jetzt aufzuholen. Und dann hat der Cut dann halt natürlich in den Live-Runden nie geklappt, beziehungsweise ich habe den Cut gefahren, aber war dann viel langsamer. Und
dann haben mich andere überholt. Und am Ende war es halt so, dass Mime auf der Strecke auch absolut gar keine Punkte geholt hat. Und am Ende waren halt auch Dorko und Insane diejenigen, die dann auf 1 und 2 lagen, noch vor Mime und mir. Das war also absolut unnötig. Ich hätte einfach nur die Strecke ohne Cut safe reinfahren können, sollen, müssen. Wäre alles okay gewesen. Also hatte ich dann halt überhaupt keine Punkte gemacht. War ein bisschen kacke. Naja. Falsch entschieden halt. Aber die haben in dem anderen Match nicht auf uns gewartet. Ja, bitte spielt diese Matches nicht nacheinander, das wäre so dämlich. Ich frage mich, warum die noch nicht fertig sind. Ich hätte gedacht, die machen das auch 3-0 fertig. Die Island schwer, Mann. Ja. Wie wird Schweier auch best halt? Wird das mit dem strategischen zu früh oder zu spät loshanden halt auch davon abhängig machen, wie eng wir zusammen sind, wir drei. Wenn das halt eine Lücke aufklafft, wo wir wissen, jetzt müsste der eine richtig lange von uns warten, um die anderen durchzulassen. Und das würde uns sehr viel Zeit kosten und dann wären wir nicht mehr in der Lage, die anzugreifen, weil wir vielleicht knapp hinter denen sind. Dann würde ich halt sagen, an der Stelle schon loshandeln. Weil das ist halt immer die Sache, wenn wir gleich aufliegen, aber in Punkten, aber knapp hinter denen, und bei denen sich das aber auch so, ich meine, der Shamsi hat das von selber auf dem Server geschrieben, der weiß also davon Bescheid, dass man dann handeln kann. Wenn die sich das auch so einfach einbilden, wir handeln dann los, am drittletzten CP, da kann es halt sein, dass man einfach schon am viertletzten loshandelt, und die das dann nicht checken, dass die eigentlich jetzt einfach nur alle Relays nehmen müssen. Ist halt möglich. Aber das würde ich halt nur machen, wenn es Sinn ergibt. Wenn zum Beispiel jetzt bei uns wirklich die Kluft zwischen uns dreien halt so groß ist, dass wir einfach mega viel Zeit verlieren würden dann an der Stelle und es dann chancenlos ist. Ist halt sehr situationsbedingt. Deswegen auch die Sache mit dem Manager von Shorty, es macht eigentlich schon Sinn. Auch in einer größeren Szene kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es würde funktionieren auf der großen Bühne. Wobei natürlich der Manager das so ein bisschen... Wenn du jemanden hast, der da mitdenkt, ne, nimmst du natürlich so ein bisschen die Reiz davon weg, dass vielleicht die Spieler Fehler machen. Denn während das Fahren selber darauf achten zu müssen, sorgt halt dafür, dass man das auch mal verkackt. Und das macht es natürlich dann interessant. Es ist blöd, wenn ein Manager den Fehler macht, ne?
Ja, der sollte es halt eigentlich dann auf dem Schirm haben. Aber ich weiß noch, wie ich das beim Paragon Chase Cup hatte. Ich ja wirklich für jede Map Strategien ausgeklügelt. Und vor allen Dingen hatten manche Strecken diese Möglichkeiten von kleinen Cuts. Also, dass man einen Checkpoint, der eigentlich schon nicht an der Reihe ist, dann schon mal mitnimmt. Oder beziehungsweise, dass man einen Sektor cuttet, der eigentlich langsamer ist, der Cut, aber du kommst schneller in den Checkpoint rein. Ja, aber das macht keinen Sinn. Genau, wie verschiedene Linien, macht keinen Sinn. Nee, das hat es. Das war praktisch, ich kann mich an einen, an ein Beispiel erinnern. Dummerweise, ja, genau, boah, in dem. Langsamer. In dem Match, wo wir verloren haben, aber. Nee, es ging dann darum, ums Handen. Und normalerweise, wie gesagt, kann man erst am drittletzten dann loshanden. Aber hier war es halt so, dass ihr beide, also meine beiden Teamkollegen, schon am viertletzten loshanden konntet, weil ich vom viert zum drittletzten einfach einen Cut gefahren habe. Der Cut war insgesamt langsamer, weil man dann null Exit Speed hat, aber ich habe den drittletzten Checkpoint noch bekommen. Das war unser Relay. Und deswegen hattet ihr sozusagen schon am viertletzten begonnen mit Handen und deswegen hatten wir die Runde selber tatsächlich auch gewonnen. Weil ihr halt einen Sektor vorher gehandelt habt und wir trotzdem die Relay hatten. Das war, ne, da hatte ich halt auch aktiv nach sowas gesucht, nach solchen Möglichkeiten auf den Maps. Das war halt schon spaßig. Ja, ich finde das schade, dass diese ganzen Chase-Maps einfach nur gebaut werden wie normale Maps. Dass es manchmal vielleicht als nebenbei mal so zum Spaß mal vielleicht interessant, dass man eine normale Map auch fährt. Aber immer nur das, nee. Also ein paar von diesen Maps sind ganz gut. Die Map, die hier jetzt gerade läuft, die finde ich ganz nett für Chase. Ja, die geht ganz gut für Chase eigentlich. Ich meine, die ist auch für Chase gebaut. Aber, ja. Ja, also ich meine, die spielen ja dann wohl immer Chase auf dem Server, ne? Und dann fahren die einfach ein paar Maps und dann gucken die einfach, welche die mögen, schätze ich mal. Dann nehmen sie da welche rein. Ich meine, die spielen dann ja immer Chase auf Servern. Sind die immer noch nicht fertig? Ich wollte gerade auch nochmal fragen, ist jemand auf dem Server, wo die spielen? Nö. Nee. Habt ihr in Discord geguckt, ob irgendjemand schon schreibt, kommt ihr mal endlich? Wir sind auf dem richtigen Server. Woher wissen wir das? Vom Bracket. Ach, ey. Ja, das wird morgen eine Scheißplatzierung auf Island und Rally. Es ist halt echt. Theoretischweise könnte ich sagen, ich fahre nur Stadium. Ah, jetzt muss ich mit den Teamkollegen mal abklären. Ah, übrigens mit dem RandomMX, da hatten sich ja ganz wenig Teams am Anfang angemeldet, ne? Da habe ich mich dann ein bisschen gefragt, ist da jetzt dieses Mal nicht so viel Interesse? Gibt es da dann nur ganz wenig Teams dabei? Ich glaube irgendwie so 5 Tagen oder so gab es halt nur so 6-7 Teams oder sowas. Naja, jetzt waren es 28 am Ende. So viele an den letzten Tagen. Geht los, Jungs. Los. Sehr gut. Jo, sofort. Doof, dass wir jetzt halt eigentlich von vornherein wussten, dass es nur ein interessantes Match gibt. Und wir müssen jetzt so lange dafür warten. Fast 3 Stunden rum für eine Quali und 2 kurze Matches. Das ist einfach kacke. Wenn man mich da auch nicht Hunger hat und nichts zu essen. Ja, das ist halt, das Problem gab es halt von Anfang an, ne? Und da haben immer gesagt, ja, muss irgendwie so organisiert werden, dass es schneller läuft. Aber das ist jetzt Chase Cup 10, ne? Ja. Vor allem bräuchte man auch mal ein paar mehr Teams hier mitmachen.
Man bräuchte man auch mal ein paar gute Spieler, die mitmachen. Ich habe das schon bei dem ersten, bei den Chase Cups damals nicht kapiert, warum wir die einzigen waren, die da Bock drauf hatten. Absolut keinen Sinn gemacht. Ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, ah, Chase finde ich scheiße, sondern habe ich nicht probiert, habe ich nie gespielt. Das war das Einzige, was ich von Leuten gehört habe, die nicht Chase gespielt haben. Also die den Cup nicht gespielt haben. Ja, meine, ich glaube aber, da ist halt immer noch eine Möglichkeit. Und die muss es halt einfach im neuen Spiel announcen, dann irgendeinen Incentive dafür geben, dass man spielt und dann wird man sehen, wie es dann läuft. Ja, ich hatte mal vor, sowas zu machen, aber das passiert nicht mehr. Ich habe kein Geld mehr für so eine Scheiße. Ah, halt gut, bei Hüsches, wir just kommen. Starting the final. Erstmal anfangen. Ich meine, du musst sowieso erstmal im Spiel überhaupt sein. Naja, wir sind ready. Ja, auch langweilig, wenn sich das so zieht, weißt du? Ich bin jetzt 4 Stunden lang für nichts. Um ein Match zu haben, was halbwegs was alles gut wird. Das ist halt Quatsch. Das ist halt langweilig ohne Ende. Da gibt's denn nur 5 Spectator-Slots? Ja. Gleich ist wieder einer bei uns im Team und gibt auf. Das war immer noch unser einziger Rundenverlust heute. Ja, ich würde den aber nicht sehen. Er war doch so weit vorne. Wir waren noch kurz davor zu gewinnen, glaube ich. Wir hatten einen 2-Checkpoint, vielleicht Vorsprung, meine ich. Mhm. Oh, die Jungs sehen schon ganz gut trainiert aus. Aka No Life. Kann ich aber auch verstehen. Chase macht immer Spaß. Das ist meiner Meinung nach nicht die geilsten Maps, aber. Okay. Left Crash. Respawn. I respawned. Okay, ich auch jetzt. Na, Lasse kann schon wieder vom Gas gehen. Na, go. Go, go. Ja, gut, die Runde ist nix. Quasi noch Warm-up. Ja. Ding geht zu schnell. Zu früh eingelenkt und an der Kante hängen geblieben. Geht es mal weiter? Okay. Dauert immer so lange. Oh, scheiße. Null Speed. Ja, ja. Das gefällt. Ja, ist ja nur Equal Time. Natürlich ist es Fail. Das ist das Dümmste an diesem scheiß Modus, Mann. Get on. Ja. Warum werde ich dafür bestraft, dich perfekt abzufallen? Ich hab schlechten Exit. Ja, die Runde ist eh. Eh auch rum.
Freunde verloren. Also wir sollten sie wenigstens ein bisschen interessant machen. Für die ist das jetzt ja fast leichter, das Match, als die anderen Matches zuvor. Warum dauert das immer so lange? Vor allem würde ich sagen, ist das eigentlich eine gute Map für uns. Das sind wir 1, 2. Ja. Was? Oh mein Gott, was ist das für ein Leck? Sorry. Die ganze Map geht auf mich, oder? So. Wir haben echt tollen Rhythmus gerade. Punkt 2. Ja. Ja, auch so, wenn man für jedes Match 20 Minuten warten muss. Na gut. Wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung, wie gut die da jetzt gefahren sind, ne? Kann ich null einschätzen. Ja. Besser als wir. Auch schneller als wir. Ja, die eine Runde, wo ein bisschen hinging, waren sie ja auch vorne. Das ist deren beste Map, glaube ich. Das hier? Ja. Oder unsere schlechte, jedenfalls größter Abstand hier. Bei mir hatten wir den größten Abstand. Der Time Attack jedenfalls. Ich bin der Einzige, der den Stopp nicht gekriegt hat, geil. Warte mal, leg mal Controller voll ein. Was du da? Ach, es gibt keinen Flying Respawn, ja toll. Weil ich da jetzt respawned habe, gibt es hier keinen. Das ist nie respawned, oder? Vor dem Looping. For the chat shortly, I wanna explain the grand final. We play best of 5 on every track, so we have to win 3 rounds or 3 points. And we also play best of 3 regarding the maps. We have to win 3 maps to win the grand final. Get on.
Top-Speed. Inside Line. Wrist ein bisschen. Wir haben einen Checkpoint mehr. Kein Speed. Ja. Oh, euch. Reduce beide ein bisschen. Ja. Bisschen. Können jetzt noch landen, glaube ich. Ja, Shorty kann ihn noch nehmen hier. Wir können ja auch vielleicht einfach alle Checkpoints nehmen. Weil wir können nicht wirklich was erreichen mit Handen. Warte, theoretisch. Ja, nimm den Shorty. Siehst du? Ich hab ihn genommen. Unsere Runde. Ja. Ein bisschen schnell, ne? Falsch gemacht. Ob Marlos muss ein bisschen gewesen oder so. Ich hab schon. Moment. Haben einen Vorsprung. Raus ein bisschen. Hat zu viel. Bei. Hier. Hand. Ja, Hand. Okay, ich hande. Ich hande. Ich weiß jetzt nicht, wie viele haben wir jetzt überhaupt mitgenommen davor, weil wir waren immer eng zusammen, aber haben wir jetzt überhaupt die Relays geholt? Wir haben nur einen davon geholt. Aber so oder so wäre das gleiche Ergebnis gewesen. Ja. Halt schneller. Mussten hoffen, dass die auch landen. Geht. Release ein bisschen. Kann die... Ah! Was ist bei mir vorne hier? Zerklemmen. Super. Release ein bisschen mehr. Mehr Shorty, ja. Ja. Bisschen. Bin da. Außer... So. Ja.
Platz hinter. Ja. Passt. Gut, Speed, schweiß dich Shorty vielleicht kurz. Ich meine, bringt nichts zu handen, oder? Wir sind einfach zu weit weg. Na, wenn du das fragst, ist es oft zu spät, das bringt beides nichts. Ja, wir sind halt einfach in der schlechteren Situation. Weniger Relays und weniger und weit zurück. Da kann man praktisch nichts machen. Aber selbst hätten wir gleich viele Relays gehabt, wir waren einfach zu weit hinten in der Runde. Also Handen bringt halt nicht wirklich was, wenn man halt mehrere Sekunden zurückliegt. Aber ich denke mal, die hatten auch wirklich einen guten Run. Kommt mir so vor. Ja, ich meine, wir hatten ein paar Fehler, aber 3 Sekunden ist schon viel. Wir brauchen halt eine perfekte Runde, um mitzuhalten. Sorry. Das habe ich auch nicht überlebt. Ja. Wir sind von 3 nach hinten. Ja. Ja, man kann es nicht einschätzen. Ja, bin angeeckt, fahrt einfach. Wir haben jetzt rüber. So, und jetzt gewinnen wir halt 3 Maps. Ja, die erste Map war scheiße. Dass wir so schnell eine hergegeben haben. So ohne Fight. Aber ich glaube, das sind durchaus unsere 2 schlechtesten Maps gewesen jetzt. Die können wir, Coco. Scores 2-0 for the opponents. So ein Durcheinander mit so vielen Autos. Ja, das hat man halt auch gegen die anderen Teams nicht gehabt, ne? Das ist relativ schnell alleine. Ja, es ist so schwer zu erkennen, wer wer ist. Ja. Gerade halt mit Marius Auto und dann wahrscheinlich für euch auch mit meinem Auto. Body ist halt einfach zu erkennen. Sehr einfach. Und du bist tatsächlich das einzige graue Auto, Lars. Aber trotzdem, ich gucke immer so, wo ist der Punkt. Aber ja, wenn alle Autos ineinander sind. Der bringt halt hier nichts, weil der ist halt oben über. Genau. Du erkennst das Auto nicht, wenn es so eng ist. Genau. Ich bin Chase Man. Wäre gut, wenn einfach deine Teammates irgendwie mehr gehighlightet wären als die Gegner. Dass du die Gegner schon noch siehst. Vielleicht kannst du die Gegner ausmachen und anmachen oder sowas. Ja, das finde ich halt echt schade.
müsste man haben, dass man die Gegner. Na gut, Fokus. Shorty. Warte ein bisschen weiter außen. Also. Ein bisschen Reason raus. Ja. Bin da. Kurz releasen. Ja, hab ich. Shorty hunten. Los hunten. Eine Chance. Hier gibt's halt nichts, was man ja, mega krass hat. Verdammt krass, ey. Also es war einfach eine richtig gute Runde von denen. Schade, dass wir unsere gute Runde nicht in einem Punkt ummünzen konnten. Also ich bin echt zufrieden mit unserer Runde, ja. Wir können nur versuchen, das nochmal und nochmal so hinzukriegen. Was? Ja. Bin da. Ah, da ist das. Oh, es hat gereicht. Ah, ich habe auch ein bisschen Zeit verloren jetzt hier, wie nicht so ein bisschen. Ja, bin da. Ja, das war jetzt weg. Lassen wir das weiter weg. Hab. Ja, eigentlich eher unten war. Das ist eigentlich egal. Also jetzt konnten wir sowieso ran, weil... Nochmal schneller, der 10. Aber ist genau gleich, der daneben auch 19,7. Jetzt 19,6. Und das so quasi handen in zwei Laps, hat mir halt nicht wirklich gemacht. Wir hatten jetzt nie wirklich auf die Zeiten geachtet. Ja. Ja, ist halt. Die sind halt besser trainiert. Aber auch so machen sie eine gute Leistung. Selbst wenn wir top trainiert sind, das ist eine harte Nuss zu knacken. Ist halt nur schade, dass nur ein einziges Match interessant ist und wir so lange dafür warten müssen. Wobei das jetzt auch nicht interessant ist. Ja, für uns, aber für die ist es auch immer noch. Ja. Shorty kurz. Ah, scheiße, ich bin schon weit hinten, also bin schon fast eine Sekunde vielleicht. Bin da, passt Gogo. Glasloch, du musst noch. Ja. Ein bisschen? Ja. Die haben auf jeden Fall auch nicht perfekt gehabt. Oh, Achtung. Aber das halt in dieser Runde. Da. Da. Da.
Na, 19.8 ist es immer noch gewesen. Wirkt es so, als hätte sie Zeit verloren. Also gut, der hat halt auch früh gehandelt. Deswegen vielleicht. Gut, dann. Schade, ich hatte gehofft, dass es enger wird. Es waren vielleicht auch einfach die falschen Maps in der falschen Reihenfolge. Es hätte vielleicht anders laufen können, hätten wir mit irgendeiner starken Map von uns begonnen. Welche auch immer das ist. Weiß nicht, ob wir irgendwo wirklich... Wenn dann vielleicht die Chase Map, auf der sind die ja auch noch so mega gut. Also sind auf jeder Map verdammt gut. Also ich würde ja sagen, die mit dem Dirt, wo wir die andere Linie zum Teil fuhren, vielleicht... Weil welche haben wir denn jetzt nicht gefahren? Die mit dem anderen Dirt? Die beiden Dirt-Maps. Die andere Dirt-Map war welche? Ach ja, klar. Die wir auch trainiert hatten. Ja, das wäre interessant gewesen auf der.